mal hier. Wasser. Probieren wir mal aus. Gluck, 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 gluck. Er konnte nicht schwimmen. Now this just in, police officers in Lancaster, Pennsylvania, were asking people to be on the lookout for a man who robbed a store. And I think, yeah, I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. Okay, this is the guy they wanted people in Pennsylvania to be out on the lookout for. He's got, well, he's got a nose and some hair that goes like that, and he was wearing a hat at the time of this particular. Wehrt sich gut. Kann man machen, kann man machen. Weil das ist geil, eh? Wow. What the hell? Dass die wirklich auch über Wasser kommen. Was ist das denn hier? Was ist das denn? König Oni? What the hell? Hier kommt ein König? Macht alles Schrott. Der rennt weg. Killt den, killt den, killt den. Komm, komm, komm. Los. Yo. Da kommt noch einer. Jetzt kommt er mit allen. Test, test. Wie laut bin ich denn? Test, test. Könnt ihr mich gut verstehen? Bin ich laut? Test, test. Mic check, 1, 2, 1, 2. Test, test. Bin ich so laut wie immer? Jetzt mache ich mal Musik an. So, würdet ihr mich jetzt klar und deutlich verstehen können? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, Moment. So. Aha. Mhm. Test, test, wie ist es denn jetzt? 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, test. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Mic check. Mic check. Mic check, Mic check. Ihr müsst mich so. Ich mach jetzt mal so, wie ich das Spiel reinhauen würde. Die Musik ist zu laut. Wie ist denn so die Mikrofonqualität? Wie ist denn so die Mikrofonlautstärke? So ja, 1, 2, 3, 4. Test, 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 test. 1, 2, 3. Test, 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 test. Mic check, heute war schönes Wetter, heute war schönes Wetter. Jetzt habe ich das Mikrofon auf 500%. Heute war schönes Wetter, heute war schönes Wetter. Test, test. Musik leiser, dann geht's. Ingo, vielen, vielen Dank fürs Teamherz. Konntet ihr verstehen, was ich gerade gesagt habe? Wie ist es denn jetzt vom Mikrofon und von der Lautstärke her? Test, test, 1, 2, 3, test, test. Mic check, 1, 2, 1, 2. Mic check, 1, 2, 1, 2. Musik ist immer noch zu laut. Schauen, ob ich hier selber mal reinhören kann. Test, test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, test. Test. Test, test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, test. 1, 2, 3, test, test, 1, 2, 3, test, test. Test, test. 1, 2, 3, 1, 2, 3, test, test. 1, 2, 3, test, test, 1, 2, 3, test, test. Test, test. 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Test. 1, 2, 3, Test, Test. 1, 2, 3, Test, Test. Test, Test. 1, 2, 3, 1, 2, 3, Test, Test. 1, 2, 3, Test, Test. So, mal ganz kurz beruhigen lassen. So. Test, Test. Beruhigen lassen. 1, 2, 3. So. Test, Test. Beruhigen lassen. 1, 2, 3. So. Okay, jetzt machen wir Mucke an. Mucke, Mucke. So, wie ist denn das jetzt? Könnt ihr mich gut verstehen? Ist das in Ordnung so? Ist das jetzt in Ordnung? Kann mich jeder gut verstehen? Jeder von euch? Ist das so gut? Ja, so ist gut. Okay. Dann wollen wir doch mal starten mit der wilden Show, hä? Huh? Seid ihr bereit für den nächsten epischen Livestream hier bei eurem General Ricky? Dann schreibt eine 1 in den Chat. Denn jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh yes! Royal Family. Jetzt wird die Musik wahrscheinlich wieder viel zu laut sein, oder? Ich weiß es nicht. Das könnt nur ihr mir sagen. Adrenaline in my soul. Every fight out of control. Do it all to get him off the feet. Crowd is here, about to blow. Waiting for me to start the show. Out the curtain, lights go up. I'm home. Wow. Regie, zieh mal vorn auf hier. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Herzlich willkommen hier bei eurem General Ricky. Bitte setzen. Guten Abend. Herzlich willkommen hier auf TikTok zu meinem ersten TikTok-Livestream. So sieht's aus. Mein erstes Mal. Ich glaube es nicht, dass ich hier bin. Es ist unangenehm hier. Aber Danny ist auch dabei. Denno, ich bin gerade richtig geflasht, Alter. Herzlich willkommen, Denno. Frosty, wunderschönen guten Abend, du Legende. Schön, dich zu lesen. Jimmy und Julie. Hallihallo. Ingo, schön, dass du da bist. Scorn, grüß dich. Und auch an alle Lockerinos da draußen. Wunderschönen guten Abend. Frosty, dankeschön für eine Rose. Dankeschön für das Teamherz, Frosty. Und vielen, vielen Dank, Ingo, auch an dich für das Teamherz. So. Dein Gesang musst du noch etwas üben. Sven, grüß dich. Guten Abend. Und Mistress, Chris, grüß dich. Ohne Profilbild, ganz frisch hier reingerutscht in TikTok. Das erste Mal, der begrüßt wurde, war jetzt schon wert, den Bums eingestellt zu haben. Dennoch, geil, dass du da bist. Ich freue mich. Sehr, sehr schön. Wir werden heute ein bisschen Command & Conquer Generals, die Stunde 0 spielen, komplett ungeschnitten. Ein paar Generalsherausforderungen werde ich euch heute zeigen, meine Lieben. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Ricky, aka General Ricky. Ich möchte die Echtzeitstrategie im deutschen Raum wieder groß machen, mit Command & Conquer und so weiter. Auf meinem YouTube-Kanal gibt es schon jede Menge Let's Plays. Wir machen auch Ligaspiele und so weiter. Jeden Dienstag und Freitag sind wir auch auf Twitch live. Aber wir werden jetzt auch parallel zu Twitch auf TikTok live sein, jeden Dienstag und Freitag um 19 Uhr. Und ich habe heute eine TikTok-Challenge gestartet. Was bedeutet das? Ich bin jetzt jeden Tag mindestens eine Stunde hier für euch live am Start. Meistens gegen 19 Uhr. Okay? Also wenn ihr 19 Uhr Bock habt,
checkt gerne meinen Kanal, lasst gerne ein Follow hier da und seid einfach live dabei und genießt es. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Und vielen, vielen Dank für das Testen eures Displays. Ich sehe schon, einige haben schon ein Display getappt, haben schon getestet. Ah, ist hier alles ganz. Könnt ihr mal auf meine Nase tippen da. Guckt mal hier, die rote Nase vom Hase. Tipp, 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 tipp. Lass uns mal die 1000 Herzen voll machen. Für alle, die das erste Mal jetzt bei TikTok sind, wie Mistress, unser lieber Chris oder unser lieber Denno, die Legende. Wenn ihr mir jetzt ungefähr 165 Mal auf die Nase tippt, tap, 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 dann geht oben links unter meinem Namen so ein kleiner roter Balken, füllt sich da auf. Und wenn der voll ist, dann kommt so eine kleine Animation, dann könnt ihr loslassen und dann sprüht es über das ganze Display so ein bisschen Konfetti. Und dann habt ihr ungefähr 82 Likes da gelassen und die sind komplett kostenlos und das supportet den Livestreamer. Wir haben schon 4 Diamanten heute verdient. Dankeschön. Ah, geil. Sehr, sehr schön. Folgt dem Live-Creator Sven. Dankeschön für dein Follow. Welche Nase, welches Display? Ich schau das auf... Ich schau das auf dem PC. Es ist natürlich... Es ist natürlich fantastisch, Denno. Ja, weiß ich nicht. Wie kann man denn liken auf dem PC, Frosty? Weißt du das? Wenn jemand auf dem PC zuguckt, wie kann der denn hier liken? Muss der unten aufs Herz klicken, 50 Mal oder was? 1600 Likes schon. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ihr seid absolut Wahnsinn. Wollen wir mal rübergehen ins Game? Regie, Musik aus. So, meine Lieben, wir gehen mal rüber ins Game. Ihr könnt mich alles fragen, ne? Ich werde wirklich jede Nachricht beantworten. Fragt mich alles, wenn ihr Fragen habt zur Echtzeitstrategie oder was euch hier erwarten wird und so weiter. Wir gehen jetzt rüber ins Spiel. Und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wie gesagt, ist alles noch sehr neu hier für mich. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Rein da! Der völligen Vernichtung eines Stützpunktes der IBG durch die Kampfverbände der Westen. Unsere siegreichen Truppen ziehen unaufhaltsam weiter. Lächerlich, da keiner ahnt, wann. IBA und der Asiatische Staat. In der heutigen Sitzung des Sicherheitsrates. Die Anspannung ist groß. Und wieder einmal stürzt die westliche Allianz die Welt in einen Abgrund. Hat unser Präsident den Vorwurf der Beteiligung an der internationalen Befreiungsgruppe ziehen sich seit dem letzten Sieg der westlichen Splittergruppen angeblich um die Vorhaben. Die Truppen der westlichen Allianz ihre Angriffe unterdessen verstärkt. Ist es an uns, unseren europäischen Freunden beizutreten? Vertreter der WA sagten uns, dass ein Generaldeckname Dr. Trax verantwortlich ist für das Programm. Der Raub der Massenvernichtungswaffen der westlichen Allianz spricht eine mehr als deutliche Sprache. Weitere Berichte werden womöglich etwas schwierig. Command and Conquer Generals, Zero Hour. Und ihr seht richtig, Ricky präsentiert Uncut. Jeder, der Bock hat, die komplett ungeschnittene Version zu spielen, kann sich die 100% Uncut-Version runterladen auf mod.db. Einfach mal auf Google eingeben, Ricky, Command & Conquer Uncut, da findet ihr all meine Projekte. So, meine Lieben, welche Unterhosengröße hast du? Es wollte M sein, M wie Martha, mein lieber Scorn, aber brauchst mir keine zuschicken. Ich bin nicht so der Unterhosen-Fan. So, auf dem PC kann ich nicht liken. Okay, das ist interessant. Muss man mal weitergeben, das Feedback. Und Chris, es funktioniert. Ich lese deinen Namen. Alles ist in bester Ordnung. Ich lasse mal meine Jalousie noch ein bisschen runter. Hier strahlt nämlich gerade voll die Sonne rein. Kleinen Moment bitte.
So. Jetzt bin ich da. Auch ein herzliches Willkommen an alle Lurkerinos. Wie ist es von der Lautstärke her? Könnt ihr mich gut verstehen? Ist das in Ordnung? Oder müsst ihr mich komplett voll aufdrehen? Gebt mir dazu gerne nochmal ein Feedback. Sagt mir gerne nochmal Bescheid, wie es von der Lautstärke her ist. Nachricht versenden, normalerweise Enter, geht aber nicht. Versuch mal Steuerung Enter. 10 von 10, sehr schön. Bachem, herzlich willkommen im Stream. Schön, dass du da bist. Ich freue mich. So, meine Lieben. Wollen wir mal eine Generalsherausforderung starten? Also, als kleine Info, ich spiele alles komplett auf schwer. Wir haben schon die USA-Kampagne auf schwer im Livestream komplett durchgezogen letztens. Von Generals, nicht von Stunde 0, das kommt noch. Und derzeit spielen wir immer am Freitag um 19 Uhr Kampagnen. Und am Dienstag um 19 Uhr ist immer Ligaspiel bei Command & Conquer Alarmstufe Rot 2. Da könnt ihr gerne mitspielen und euch von mir beobachten lassen, kommentieren lassen im Livestream. Zusammen im Discord sitzen wir dann, unterhalten uns und dann tretet ihr gegeneinander an. Wir starten jetzt die Generalsherausforderung. Ich nehme aber diesmal Mittel, weil ich mich auch ein bisschen entspannt mit euch unterhalten möchte und euch ein bisschen das Ganze zeigen will. Für alle, die es noch nicht kennen, für alle, die jetzt relativ frisch sind, weil die Generalsherausforderungen auf schwer, die sind nämlich nochmal ein ganz, ganz anderes Pflaster. Habt ihr Wünsche? Wen wollen wir spielen? USA-Generäle, GBA-Generäle oder China-Generäle? Auf was habt ihr am meisten Lust? Oder ist euch egal? Wollt euch einfach zurücklehnen. Also mal die Pfeiltasten klicken. Das ist sehr interessant. Ich habe TikTok persönlich gar nicht am Rechner benutzt. Ich mache wirklich alles über übers Handy. Aber wisst ihr, was wir machen können? Passt mal auf, ich mach mal was. Passt mal auf, ich mach mal was für euch, meine Lieben. Und zwar schmeiße ich jetzt mal eine Lümmeltüte hier oben rein. Passt mal auf. So, Geschenktüte. Machen wir 10 Münzen rein. 10 Zuschauer können gewinnen. Und ihr müsst dann einfach... Wartet. So. Zack. Jetzt habt ihr oben links, habt ihr jetzt eine Geschenktüte. Na? Oh, ich habe nur eine Minute eingestellt, ups. Oben links habt ihr unter meinem Namen jetzt so eine lilane Geschenktüte. Jetzt geht da mal alle rauf und dann könnt ihr, dann habt ihr automatisch eine Nachricht im Chat stehen und die schickt ihr ab. Und wenn ihr diese Nachricht abschickt, da sollte dann sowas stehen wie, Ricky, schön, dass du live bist. Genau, richtig. Und dann nehmt ihr an der Geschenktüte teil und werdet gleich Münzen gewinnen. Also wenn jetzt 3 Zuschauer mitmachen, ich habe 10 Münzen drin, dann bekommt ihr 3 gleich mindestens 3 Münzen und könnt mir damit eine Rose reinschmeißen oder ein Teamherz da lassen. Jawohl, genau so. Super. Jetzt noch 10 Sekunden. Und jetzt sollte die Geschenktüte aufgehen und ihr bekommt eine Belohnung. Zack. Und Joker hat eine Münze bekommen. Jimmy und Julie, Bachem und Dart Ingo. Spitze. Sehr, sehr schön. So. Dann mache ich mal noch eine neue Geschenktüte rein, aber 10 Minuten. Was war das, ein Controller? Joker, danke schön für den Controller. Vielen, vielen herzlichen Dank. Mega. Dankeschön. Super lieb von dir. So, ich muss mal gucken, wie ich das hier von den Fenstern alles schiebe. Aber ich glaube, so sollte das erstmal passen. Wie gesagt, mein erster TikTok-Livestream, meine Lieben. Ihr seid bei der Weltpremiere gerade live mit dabei. Mega, oder? So.
Okay. Wir starten mit General Tones. Mit dem Laserwaffengeneral. Hoffe, dir geht's gut. Mir geht's soweit ganz gut. Ich habe heute meine Doppelschicht erfolgreich überstanden. War auch ein bisschen produktiv schon. Hab ein paar Videos geschnitten und so weiter. Und jetzt habe ich mir gedacht, es ist Zeit. Oh, danke schön, ihr habt das Rosenziel voll gemacht. Vielen, vielen Dank. Mega. Dart Ingo, danke schön für 3 Münzen. Frosty, danke für 1. Und Joker, danke für 1. Cool. Dann machen wir doch gleich mal ein höheres Ziel rein. So, ganz professionell. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, euch geht's auch ganz gut. Wir sollen Superwaffengeneral spielen. Ich würde aber heute erstmal gern mit dem Laserwaffengeneral starten, mein lieber Kojak, okay? So, rein hier. Das heißt Bombenkrieg. Ich warne Sie, dieser Sektor steht unter der Kontrolle von General Malcolm Granger. Ziehen Sie sich zurück oder wir bomben Sie in die Steinzeit. General, Sie sind keine Herausforderung. Das ist mein Himmel. Sehen Sie nach oben, General. Gleich beginnt unsere Show. Zeigen wir Ihnen, was wir können. Alles Gute kommt von oben. Was? Wir hatten schon wieder das Rosenziel voll gemacht. Ey, danke schön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Für den mega krassen Support. Liebe geht raus. Wer war denn das? Alles klar. Sagt mal, ich kann doch nicht schon wieder ein neues Ziel reinmachen. Nö, das bleibt jetzt erstmal so. Macht bei der Mümmeltüte gerne mit. Kommt in die Wunschtüte rein. Und an die Wundertüte, überlegen wir uns noch einen coolen Namen dafür. Aber vielen, vielen Dank für die 20 Rosen. Mega. So, ihr Lieben, dann wollen wir ja mal anfangen. Muss dann gleich noch einkaufen. Macht das, Joker, ganz in Ruhe. Ich bin auch immer früher sehr, sehr spät einkaufen gefahren. Seit der kleine Prinz da ist, hat sich das so ein bisschen geändert. Da fahren wir meistens mittags mit dem kleinen Prinzen. Am Samstags zum Beispiel. Aber... Keine Sorge, General. Das ist nur die Ruhe vor dem Sturm. Damals, wo wir noch keinen Nachwuchs hatten, sind wir auch sehr, sehr spät immer einkaufen gefahren, weil da nicht mehr so viel los ist. Also ich fühle das definitiv, was du da schreibst. Upgrade aktiviert. Kann ich nachvollziehen. Soll ich vorausgehen? Ihre Befehle, Sir. So. Oh, vielen, vielen Dank für das Herz. Dankeschön, Joker. Ganz, ganz lieb von dir. Mega, ihr seid hier richtig am Supporten. Naja, ab Nachwuchs, da ist gleich zweimal. Wie zweimal Nachwuchs? Hast du 2 Kids? Keine Ressourcen mehr, General? Soll ich Ihnen etwas leihen? So, jetzt nehmen wir nämlich hier erstmal die Ölfördertürme ein. Ganz, ganz wichtig. Wollen Sie mir etwa meine Vorräte stehlen, General? Ich versuche erstmal nicht so wild hier rumzufliegen. Ne? Wenn ich irgendwas zu schnell mache oder so, sagt mir Bescheid. Ich möchte erstmal, dass ihr ganz ruhig und entspannt hier ankommen könnt. Und ihr müsst mir dann sowieso gerne mal ein Feedback geben, regelmäßig, wie es vom Zuschauen her ist. Ob von der Lautstärke her immer noch alles passt. Und ob es auch alles gut aussieht. Also Feedback ist sehr, sehr gern gesehen. Sohn und eine Tochter. Oh, sehr schön, Joker. Na, da weißt du ja, von was ich rede. Klasse. Jetzt brauchen wir ganz schnell Avengers. Wir spielen nämlich gegen den Luftwaffengeneral. Avenger, Humphies, alles rausholen. Gebäude eingenommen. Was liegt an? Ich baue meine eigene Straße. Fertai, einen wunderschönen guten Abend. Grüß dich, schön, dass du da bist. Hi. So. Versuchen gleich mal hier vorne dicht zu machen. Und damit die Ölfördertürme gleich zu schützen. Ist natürlich High-Risk-Manöver, aber wir versuchen es. Schauen, ob das was wird. Alles klar. Ich lege das Fundament. Geh an die Arbeit. Bauen wir gleich noch eine Kaserne hin.
Herzlich willkommen auch an alle Lockerinos. Scorn hat Ich liebe dich gesendet. Dankeschön, Scorn. Vielen, vielen Dank für dein erstes Geschenk. Bereit oder nicht? Ich komme. Für dein erstes Geschenk auf TikTok. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ganz, ganz lieb von dir. Sie haben doch nichts gegen einen Besuch, General? Nö, nee, komm ruhig vorbei, komm ruhig Sehen vorbei. Sehen Sie sich das an. Unsere Armee in Bestform. Zielerfassungssystem bereit. Ja, Sir. Defensive Lasersystem. Muss mal aufpassen. Rekalibriere. Jemand mit? Leg hier los. Los geht's. Suche feindliche Luftreinheiten. Oh ja. General, unsere Basis wird angegriffen. Einheit verloren. Na, wichtig ist, dass wir erstmal die Ranger abwehren. Kriegen wir bisher ganz General, gut hin. General, schon mal einen Raptor aus der Nähe gesehen? Aber wir brauchen schnellstmöglich mehr Avenger. Jemand mit? Bin unterwegs. So, das hat schon mal ganz gut geklappt, sehr schön. Hier ist auch alles im grünen Bereich. Wir sind die Besten. Allzeit bereit. Was liegt an? Hier bauen wir noch einen Laserturm hin. Erledigen wir ein paar Bulldozer. Gut, spielen wir Verstecken. Sie sind ein Feigling, General. Einheit verloren. Oh, Feigling, ich wehr doch deine Armee hier ab. Oh? Schmeckt dir wohl nicht. Sie nehmen unsere Bohrtürme ein. An alle Ranger, holen wir sie uns zurück. Na, finde ich gut, Joker. Ist definitiv clever. Ja, gerade auch jetzt bei dem Wetter. Ich finde, die Sonne, die hat eine unglaubliche Kraft und bekommen. Der Hagel der Raketen, ihr Stützpunkt geht flöten. Und da kann es mal ganz schnell unangenehm sein, wenn man in der prallen Sonne einkaufen geht. Glückwunsch, General. Deswegen lieber ein bisschen später, in Ruhe, wenn nicht mehr so viel los ist. Machst du alles richtig. Positionieren wir jetzt mal ein bisschen weiter vorne. Feechen, mein wundervolles Feechen. Grüß dich. Was für geile Voice Lines. Ja, ne, Bachem? Ja, die machen richtig Spaß. Na, mal gucken, was er sagt, wenn wir den dann überrumpeln, wenn wir den niederringen, den Lump. Also mal gucken. So, ein Granger. Na? Feechen, ich wusste, dass ich dich hier lesen werde, ne? Und ich freue mich extremst, dass du reinschaust. Das ist, glaube ich, für einige hier aus unserer Community, weil wir sind ja hauptsächlich auf Twitch live. Viele, viele Jahre bin ich schon auf Twitch live. Und Flugabwehr ist nicht übel, General. Viele Zuschauer, die jetzt hier gerade am Start sind, die sind jetzt das erste Mal auf TikTok. Und ich danke euch vom ganzen Herzen, zum Beispiel der Dan Septem. Zum Beispiel der Mistress, zum Beispiel die Fee. Verschanzen Sie sich ruhig, General. Das nützt Ihnen auch nichts. Ganz, ganz großes Kino. Fantastisch. Verschanzen uns doch nicht. Wir ringen dich strategisch nieder, falls du es nicht mitbekommst, mein Lieber. Ja, unser Feechen ist da. Klasse. Ja, die wehren wir sehr solide ab. Fällt mir. Kommen Sie raus, General. Oder muss ich sie holen? Hol mich ruhig. So, was haben wir denn Schönes? Ist es von der Livestream-Qualität her? Ist alles in bester Ordnung? Sieht's gut aus? Gerade mein Account mit Hängen und Würgen gemacht. Wollte mir die Premiere nicht entgehen lassen. Ist mega dennoch. Das ist wirklich mega. Ja, wir machen jetzt eine kleine TikTok-Livestream-Challenge. Das heißt, ich bin jeden Tag mindestens 30 Tage lang live. Für 1 bis 3 Stunden. Das ist die Challenge, die mein Mentor mir gestellt hat. Und ich habe gesagt, ey, mein Süßer, machen wir. Let's go. Let's do it, baby. No excuses. Let's do it. Erstmal ein paar Kundschafter. Und vom Ton her, von der Lautstärke ist auch alles top jetzt, ja? Ricky, schön, dass du live bist. Jawohl. Wundertüten, ihr habt ein paar Münzen bekommen. Oh, und bei den Wundertüten sehe ich direkt 2 Bots mit dabei. Krass. So. Viel Spaß mit den Münzen und Dankeschön fürs Herz. Vielen, vielen lieben Dank. Feechen haut direkt ein. Ich liebe dich raus. Und Bachem, das Teamherz. Erstes Geschenk von Jimmy und Julie. Erstes Geschenk von Feechen.
Und erstes Geschenk von Bachem. Danke euch. Ganz, ganz lieb. Klasse. Ich schmeiß direkt noch eine Lümmeltüte rein für euch. Machen wir wieder 10 Minuten und 10 Münzen. So. Und da könnt ihr nämlich einfach raufgehen. Und dann, Ricky, schön, dass du live bist. Dann seid ihr quasi mit im Lostopf drin. Und wenn ihr eine Münze gewinnt, dann könnt ihr quasi mir ein Teamherz da lassen. Ein Teamherz da lassen und einen Kommentar schreiben. Das pusht extremst den Livestream. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich auch ein paar Likes da lassen, indem ihr auf euren Bildschirm tappt. Wir haben schon 7000 Likes. Ey, vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die hier wild am Tappen sind. Klasse. Mega. Abgewehrt. Es ist Zeit für eine Partikelkanone. Strategiezentrum. Noch ein paar Kraftwerke. Und dann bauen wir eine Partikelkanone. Flugfeld wäre auch nicht verkehrt. So, Avenger, ein paar Laser Crusader und ein paar Humphys. Schicken wir direkt nach vorne an die Front. Und hier haben wir sogar schon seine Abwehrstellung. Schaut euch das mal an. Ich schnall das hier alles noch nicht so. Das ist nicht schlimm, Fähchen. Das kommt mit der Zeit. Gar kein Problem. Einheit verloren. Boah. Episch, wie die abstürzen. Mega. Bin sonst nie wirklich in dem Livestream hier. Ist gar kein Problem, Fähchen. Es gibt immer irgendwie das erste Mal. Stellen wir unsere Sniper auf. Tun auch ein paar in unsere Humphys rein. Jetzt geben wir hier erstmal ein paar Drohnen für mehr Sicht und Reparatur. So. Ja, wir schaffen das. Gemeinsam statt einsam, meine Lieben. Also wenn ich ein was gelernt habe in den vergangenen Wochen, in den vergangenen Monaten auf TikTok, gemeinsam statt einsam. Sage ich euch so, wie es ist. Er versucht uns anzugreifen. Abgewehrt. Problemlos. So, was hast du denn alles? Zeig mal deinen Stützpunkt. Aha. Laser Crusader klar zum Gefecht. Sieht ganz gut aus. Ich glaube, hier eine Partikelkanone oder eine Benzinbombe rein wäre sehr, sehr schmerzhaft für den guten General Granger. Ihre Panzer haben keine Chance gegen meine Flugzeuge. Ne, denkst du? Das finden wir gleich heraus, keine Sorge. Der sammelt hier bei uns, schaut mal. Richtig frech. Gut, da brauchen wir Lasertürme. Beziehungsweise unsere Avenger, die können das auch regeln. Das sind nämlich meine Mineralien, mein Guter. Ja, diese Mission, Frosty, da bin ich absolut bei dir. Das unterstreiche ich. Die ist auf schwer wirklich extremst schwer. Absolut. Aber ich glaube, ich habe die schon mehrfach auf schwer versucht. Ne? Und ich habe es auch damals öfters geschafft. Habe dann lange Zeit Generals nicht mehr gespielt. Und habe die letztens mal wieder versucht auf schwer. Und ich muss sagen, die ist wirklich schwer. Aber ich glaube, du musst direkt rübersetzen am Anfang. Und dich hier breit machen. Und hier den quasi schon die Flugbahn abschneiden. Und versuchen, hier deinen Stützpunkt hochzuziehen. Ich denke, das ist der Schlüssel. Wenn man die auf schwer machen möchte. Und direkt zwei Partikelkanonen. Abwurfzonen. Bei unserem Strategiezentrum können wir sagen, wollen wir, dass unsere Einheiten 20% mehr Schaden machen? Wollen wir, dass unsere Panzerung aller Einheiten um 10% steigt? Oder wollen wir, dass unsere Sichtweite und die Reichweite aller Waffen um 20% steigt? Ich nehme erstmal Reichweite. Mehr sammeln, schnelleres befördern, Drohnenpanzerung, Panzerpanzerung und Schutzanzüge für unsere Rekruten. Jimmy und Judy hat das live geteilt. Dankeschön. Also wer möchte, kann sehr, sehr gerne diesen Livestream auch seinen Freunden schicken und sagen, ey Mensch, guck mal rein.
Jeder Support, jede zugeschaute Sekunde hilft mir. Vielen, vielen herzlichen Dank. Zielerfassungssystem bereit. Zielsysteme sind online. Suche feindliche Flugeinheiten. Sieht doch schon ganz gut aus, was wir hier machen. Energie niedrig. Oh, wir brauchen noch ein paar Kraftwerke. Was haben wir denn für schöne Flugzeuge hier? Wollen wir mal mit unseren Alf, mit unseren Aurora-Bombern frech werden? Ja, hä? Kohle haben wir. Es kann losgehen. Ich baue überall. Mehr Damage ist immer gut, sage ich. Mehr Damage machen wir gleich. Wenn die Aurora-Bomber draußen sind, switchen wir auf mehr Damage. Okay, Bache? Kriegen wir hin. Ah, da war ein Schmetterling. Ein Schmetterling? Oh, Feechen, hast du mir einen Schmetterling reingeschmissen? Du hast mir Tofu gesendet, Feechen. Tofu, einen Hase, ein Teamarmband, ein Schmetterling. Dankeschön, Feechen. Ganz, ganz lieb von dir. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ganz goldig. Mega. Bereit. Frosty hat den Livestream mit mehr als 10 Freunden geteilt. Dankeschön, Frosty. Crewliebe. Wie kriegst du diese Roboterstimmen weg? Ist das ein Mod? Das Originale von Steam hat diese Bots. Frosty, mein Lieber. Das sind Uncut Patches aus dem Hause Ricky. Ja, du hast richtig gehört. Ich habe die 100% Uncut Patches gemacht für Command & Conquer Generals und Stunde 0. Kannst du dir komplett kostenlos runterladen. Gib mal Ricky Command & Conquer Uncut auf Google ein. Da findest du sofort die Seite. ModDB, einfach runterladen, reinschmeißen und Spaß haben. Ich habe noch zwei weitere Modifikationen gemacht, einen Graphic Mod für Stunde 0. Da sind quasi die visuellen Effekte überarbeitet. Es explodiert alles viel krasser. Die Waffen-Upgrades, die machen auch einen visuellen Unterschied. Also wenn du jetzt zum Beispiel die Raptoren baust und dann mit denen angreifst und dann das Laserlenkraketen-Upgrade installierst, dann sehen die Explosionen viel krasser aus. Also du siehst dann quasi visuell, oh, der Gegner hat schon das Upgrade installiert. Dankeschön, Frosty. Nochmal geteilt. Über 30 Freunden hast du den Livestream geteilt, mein Lieber. Dankeschön vom Herzen. Mega. Crewliebe, sage ich dazu nur. Und meine Lieben, ich muss mal einen ganz kleinen epischen Shoutout hier machen für den Bart Frosty. Klickt mal auf den Frosty rauf, lasst den mal ein Follow da, macht den mal das Plus weg, denn der Frosty, der hat ein mega krasses Minecraft-Projekt. Ich nenne es immer Frostys Welt der Wunder, wo der seit über 3000 Stunden extreme Sehenswürdigkeiten in Minecraft baut. Sein letztes Projekt war, glaube ich, das Space Taxi aus, wie hieß es gleich nochmal? Traumschiff Surprise. Dann hat er letztens noch den Garados aus Pokémon gebaut. Oder die Kirovs von Alarmstufe Rot 2. Also es ist wirklich eine riesengroße Welt der Wunder beim Bart Frosty. Müsst ihr mal reinschauen. Ganz, ganz sympathischer Kerl. So. Die Humphys, die machen wir aber mal voll. Komm mal her hier. Und herzlich willkommen an alle Neuen im Livestream. Mein Name ist Ricky, ich bin jetzt jeden Tag ungefähr ab 19 Uhr live. Jeden Tag für mindestens 30 Tage. Jetzt machen wir gleich mal richtig Musik. Ist das nur für Steam oder auch andere Plattformen? Origin sollte auch funktionieren, Bachem, wenn die Ordnerstruktur nicht anders ist. Aber ich habe ganz bewusst für die Command & Conquer Ultimate Collection meinen Uncut-Patch nochmal überarbeitet. Nach über 3 Jahren. Und ich empfehle wirklich jeden, sich nochmal die Steam-Version zu holen für einen 10er oder für einen 20. Damit macht ihr nichts verkehrt. Ricky, hast du damals auch schon den Uncut-Patch für Zero Hour vor fast 20 Jahren gemacht? Jawohl, habe ich. Ja, habe ich. Damals noch unter einem anderen Namen und ich sag nur 2.5. Upgrade aktiviert.
Wie heißt das Game? Wir spielen Command & Conquer Generals, die Stunde 0. Jawohl. Ich lege das Fundament. Klar und deutlich. Ricky, schön, dass du live bist. Dankeschön. Rein in die Wundertüte mit euch. Und es wurden wieder Münzen verteilt. Jimmy und Julie hat eine bekommen. Bachem. Ein User mit einer Nummer. GGG. Vivres. Noch ein User. Noch ein User. Oh, ich glaube, 5 Bots haben hier die Münzen mitgenommen. Wahnsinn. Das ist krass. Das ist wirklich krass, meine Lieben. Das ist noch so ein Thema auf TikTok, wo ich sage, müsste man was machen, weil hier ist wirklich viel, viel Botzeug unterwegs. Das finde ich ein bisschen schade. So, meine Lieben, wir greifen an. Wir machen jetzt Alarm. Aurora einsatzbereit. Hebt ab, los geht's. Und Abwurf. Verschwinden Sie aus meinem Luftraum, General. Sehr gut. Jetzt nehmen wir unsere Partikelkanone und werden hier mal ein bisschen durchfrösteln und rösteln. Aktiviert. Burn, Baby, burn. General Granger an Flugzeugträger Olympia. Schickt Verstärkung. Ich wiederhole, schickt Verstärkung. Da ist nicht mehr viel mit Verstärkung, mein Lieber. Ich ringe dich jetzt nieder. Na, Frosty, und es ist wirklich 100% ungeschnitten. Ich habe sogar Bluteffekte reingemacht. Und ich habe natürlich auch so ein bisschen meinen persönlichen Stempel reingesetzt. Du hast auch hier und da so ein kleines Easter Egg. Und wenn du aufmerksam spielst, wirst du das ein oder andere Easter Egg sicherlich mitbekommen. Hier oben haben wir auch nochmal 3 Ölis. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Okay. Super. Sehr gut. Dann würde ich sagen, unsere Armee ist nicht groß, aber unsere Armee ist stark. Wir bauen da nochmal ein bisschen was nach. Und dann rasieren wir den Guten gegen den Strich. Rasurbrand ist hier garantiert. Erstmal auf die Kraftwerke rauf. Ricky Rostock, einen wunderschönen guten Abend, mein Lieber. Jetzt haben wir noch einen Ricky hier. Schön, dass du da bist. Der Feind rückt vor. Alle Maschinen zurück zur Basis. Verteidigt die Ostseite. Das wird dir nichts bringen. Ich nehme dich jetzt Stück für Stück auseinander. Wir kommen jetzt mit der Benzinbombe. Schmeißt man die rein? Hier rein? Ja, hier rein. Wir haben sie. Achtung, da kommt unser Besuch. Wie sieht's aus, Sir? Und Benzinbombe. Die Zerstörung des Flugfeldes wird Ihnen noch leid tun. Ha, glaube ich nicht. Wie ist Ihr Status? Jetzt nehmen wir nämlich deine Kommandozentrale raus. Auroras, ausschwärmen. Scorn, vielen, vielen Dank für die Rose. Dankeschön. Sie sind am östlichen Tor. Sehr schön. Okay, wir gehen rein. Wir greifen an. Was kann man mit den grünen Diamanten machen? Mit einem grünen Diamanten? Das kannst du sammeln und dann kannst du den Livestream unterstützen. Also erstmal ein paar grüne Diamanten sammeln. Die kannst du dir regelmäßig abholen. Die sind komplett kostenlos. Und dann kannst du die einsetzen, um den Livestream zu pushen. Aber wir brauchen hier ein paar Avengers. Komm mal ran hier. Defensive Lasersysteme. Ja, Sir. Mein lieber Ricky, wie geht's denn dir? Hab ein paar Teile für Steam und dann hat eine Kollegin mir die Ultimate Collections zum Geburtstag geschenkt. Ey, mega, Bache. Suche feindliche Flugeinheiten. Mega. Also ich habe, glaube ich, die Ultimate Collection mittlerweile. Oh. Jetzt wird's wild. Ich habe mir die Ultimate Collection, glaube ich, 4-mal gekauft insgesamt.
Oder dreimal? Weiß gar nicht, ob ich die noch irgendwo physisch habe. Aber einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Damals bei Origin. Partikelkanone bereit. Und jetzt natürlich nochmal auf Steam, ist ja ganz klar. Support ist sehr, sehr wichtig. Habe ich schon erwähnt, dass ich die Mission gestern nicht geschafft habe am Ende. Fähchen. Fähchen, ich wollte schon im Discord schreiben. Ich feiere das so extremst. Die Zauberfee, die hat gar nichts mit Echtzeitstrategie am Hut. Und die hat sich gestern in meinem Livestream, hat sie sich Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 installiert und hat die Kampagne angefangen. Fähchen, auf welcher Schwierigkeit spielst du und welche Kampagne spielst du? Alliierte oder Sowjets? Dann habe ich mich so gefreut, wo ich das gelesen habe. Was mache ich mit so 3000, mit 3K? Was sind 3K? Fertai? Meinst du? Jetzt können wir sie im Auge behalten. Markiere Ziel. Verdammt, General. Wenn sie noch ein Flugfeld angreifen, drehe ich ihnen den Hals um. Rekalibriere. Na, wird ganz schön stinkig, ja? Bin unterwegs. Ja, dann greife ich es mal nicht an, sondern unsere Partikelkanone fährt aktiviert. Aus Versehen durch. Ja? Großes Finale, meine Lieben. Die Partikelkanone kommt. Attackiert ihre Kommandozentrale. Mit was willst du mich attackieren? Du bist Schachmatt. GG. Sie haben gewonnen. Vielleicht sollte ich mir einen ruhigeren Job suchen. Ich denke auch. Geh mal in Rente. Dankeschön für eure GGs. Ich war ein böser Junge, fleißig gesammelt hat. 3000 Münzen hast du, Fertay? Das ist mega, das ist gut. Ich glaube, mit dem Pentagon fängt das an. Mit dem Pentagon? Müsste Alliierte sein. Sowjets? Ist schon eine Weile her, wo ich die gespielt habe, die Kampagnen. Rein hier. Legen Sie sich nicht mit meinen Panzern an. Sie werden verlieren. Diese Gegend war einst fruchtbares Ackerland. Jetzt wird Ihr Blut die Felder tränken. Das ist eine Ansage. Wir werden Sie vom Schlachtfeld fegen. Neues Bauprojekt. Los geht's. Da bin ich mal gespannt, ob du das schaffen wirst, denn mein Name ist General Ricky. Unerschrocken. Stelle ich mich jeder Herausforderung. Erinnert mich so ein bisschen an Xena. Den Theme-Song von Xena, kennt ihr das noch? Was hat er da gesagt? Trotzte sie jeder Gefahr. Herkules und Xena. Wer hat's damals auch geschaut? Eins in den Chat. War auf jeden Fall Teil meiner Kindheit. Score und du auch, ja? Jimmy und Julie, aka Trudi. Unsere wundervolle Trudi ist hier nämlich auch mit am Start. So, ich glaube 30.000 kann man hier sammeln, ne? Ah, 30.000, okay. Es ist ziemlich ruhig da draußen, General. Wie viele Panzer rollen wohl auf ihre Basis zu? Was meinen Sie? Ich hoffe doch nicht einer. Wir werden das mal versuchen, ein bisschen zu sammeln und unser Lager nicht so groß zu machen. Hier auf der rechten Seite lassen wir es erstmal recht kompakt. Wir sind nämlich gleich wieder pleite. Fertig auch. Okay, und was hat euch besser gefallen? Xena oder Herkules? Das Konzept der Serien war ja recht ähnlich. Ne? Manchmal haben die Charaktere ja auch aufeinander getroffen. Das fand ich sehr, sehr witzig. Was ist was? Xena ist das mit der Xena, mit der Kriegerprinzessin, die immer gesprungen ist. Mit ihrem ein Stern war es nicht, mit ihrem Kreis, mit ihrem Metallkreis. Und Herkules war der, der so stark war. Sie haben keine Energie mehr. Das ist Ihr Ende. Xena war lustiger.
Alles klar. Nähere mich Ziel. Ich schieße auf alle. Ja, und Xena hat natürlich auch Frauenpower groß geschrieben. Eins oder zwei? Eins für Herkules, zwei für Xena. Panzer! Mehr Panzer! Ja, ich weiß nicht, Feechen, vielleicht hat das einen Grund, warum du so viel X in deinem Namen hast, mein liebes Feechen. Weil ich könnte mir vorstellen, Zauberfee XD ist bestimmt noch frei. Alles klar. Es wird schon. Ich will was in die Luft sprengen. Jetzt gibt's Ärger. Allzeit bereit. Ich bin dermaßen geflecht, wie viele hier von Twitch rüber sind und ihr jetzt zuschauen. Ey, dickes Dankeschön an jeden nochmal hier, wirklich. Ganz viele sind nämlich von Twitch rübergekommen und haben heute das erste Mal für mich TikTok. Wir kommen, General. Hoffentlich sind Sie bereit. TikTok installiert, ihren Account verbunden und so weiter. Liebe geht raus. So, jetzt das Gerücht. Ich lege das von der. Wollen wir mal ein neues Rosenziel machen? Was sagt denn ihr? Wollen wir machen? Machen wir ein neues Rosenziel rein, oder? Mal den roten Teppich aus. Machen wir 50 Rosen als neues Rosenziel. So. Viel Spaß mit Ihren Waffenfabriken, General. Meine Panzer können Sie ohnehin nicht aufhalten. Ja, wir machen mal ein paar Laser Crusader. Gegen die Panzer. Feechen, danke schön für eine Rose. Und Ricky Rostock, danke für das Teamherz. Alex Mallorca, vielen, vielen Dank auch an dich für das Teamherz. Dankeschön. Du hast mich jetzt an der Backe, Ricky. Sehr, sehr gerne. Wir nähern uns Ihrer Basis, General. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Unten rechts sehe ich schon was. Ein Gatling-Panzer. Wir haben Ihre Abwehrstellungen zerstört, General. Jetzt sind Ihre Fabriken dran. Nicht wirklich. Sie sind ja noch gar nicht geflohen, General. Das werden Sie bald bereuen. Wir stellen uns dem Kampf. Sie haben kaum noch Ressourcen. Uns hält nichts mehr auf. Meine Truppen stehen vor Ihrer Tür, General. Sonst noch was? 20.000 Ressourcen haben Sie wir noch. Sie verlieren, General. Ich habe gewonnen. Ja, er halluziniert wirklich schwer. Ich glaube, der hat ein paar Pilze genascht. Mit Pilzen ist immer Vorsicht geboten. Alles geprüfte US-Qualität. So. Der hat uns alle an der Backe. Ach, zieht ihr mit mir alle die 30 Tage Livestream-Challenge durch hier auf TikTok? An alle Neuen. Jeden Tag bin ich jetzt circa 19 Uhr live auf TikTok. Mit Echtzeitstrategie. Wer Lust hat, macht sich einen kleinen Reminder im Kalender, damit ihr das nicht vergesst, nicht immer dran denken müsst. Und dann macht's einfach Kling-Klong. Und ihr wisst, ach, der Ricky ist wieder live. Guck ich doch mal rein hier. Und vielen, vielen Dank für 8600 Likes. Dankeschön. Der eiserne Drache zerschmettert ihre lächerlichen Stellungen. Bisher sehe ich noch keinen eisernen Drache. Ihr? Oh, hier kommt ein Overlord. Der ist natürlich gefährlich. Wird schwer. Ja, das stimmt, Feechen. Das verstehe ich auch hundertprozentig. Einheit verloren. Wenn du auf Arbeit bist, kannst du natürlich nicht den Stream schauen. Alles gut. Brauchen wir Panzer, ein paar Avengers. Ah, meine Panzer sind gleich in Reichweite. Jetzt dauert es nicht mehr lange. Na, jetzt geht's langsam los hier. Ah, er kommt, er kommt. Laser Crusader klar zum Gefecht. Danke für die freundliche Einladung, General. Das Fixieren deines Ziels kann helfen. Wie soll ich denn das fixieren? So? Okay. Panzer. Dankeschön für schneller. Die zwei Rosen, Alex. Bevor unser Gegner tatsächlich angreift. Na, wir werden das auch gleich angreifen. Das ist ihr Ende, General. Es ist hoffnungslos, General. Geben Sie endlich auf. Wir gehen jetzt erstmal auf Reichweite. Dann machen wir das Nachschubwege-Upgrade. 10% mehr Rohstoffe. Dann schauen wir mal. Ich versuche, die 30 Tage mitzuziehen. Oh, mega, Ingo. Ich freue mich. Das motiviert mich extremst. Jawohl, Sir. Rücken vor. Energiesysteme aktivieren.
Das wird nämlich wirklich eine Herausforderung, sage ich euch so, wie es ist. Weil ich habe auch Doppelschichten, ich habe meistens 18 Uhr Feierabend. Jeden Samstag habe ich bis 19 Uhr. Und dann mache ich quasi direkt nach Feierabend, springe ich vor meinen Rechner und drücke hier auf Livestream starten. Kriegen wir noch eine Wundertüte, verehrter General? Ja klar, gerne. Moment, ich schmeiß noch eine Wundertüte rein. Geschenktüte. So, machen wir wieder 10 Münzen rein. Mehr kann ich noch nicht. Bitteschön, Wundertüte ist drin für 10 Minuten. Hören Sie das unheilvolle Stampfen meiner Armee, General? Energiesysteme aktivieren. Ricky, schön, dass du live bist. Schön, dass ihr da seid. Deine Raketen, die wehren wir ab. Gar kein Problem für uns. Sie wollen sich also mit meinen Panzern anlegen. Halten Sie das für klug, General? Dankeschön für 9100 Likes. Vielen herzlichen Dank. Ressourcen! Ich brauche Ressourcen! Ich brauche auch Ressourcen, nicht nur du. Ja, wir versuchen uns mal so ein bisschen auszubreiten. Lasst uns mal die Karte anschauen. Was haben wir hier oben? Wir haben eine Abwurfzone, da bekommen wir regelmäßig Panzer. Wäre eigentlich gut, wenn wir da oben den Stützpunkt hochziehen. Glückwunsch, General. Hier haben wir noch eine Werkstatt. Geben Sie auf! Unser Sieg ist nur noch eine Frage der Zeit. Und er hat natürlich einen sehr, sehr großen Stützpunkt. Schaut euch das mal an. Ja, ist schon mächtig. Ah, den nehmen wir uns vor, den ringen wir nieder. Wie viel hat er noch zu sammeln? 6000, alles klar. Gut, wir müssen aufpassen. Bisher haben wir noch nicht viel verloren. Das ist hervorragend. Sehr gut. Es kann losgehen. Ihre Taktik amüsiert mich, General. Abwurfzone. Allzeit bereit. Dann werden wir uns nämlich mal ein paar Lasertanks krallen und werden nach oben ausschwärmen. Du bekommst natürlich eine Reparaturdrohne. Dann fahren wir nämlich mit dem Bulldozer direkt hoch und ziehen da oben den Stützpunkt auf. Beeindrucken Sie die Modifikationen an meinen Panzern, General? Komm mal raus. Unterstütze ihn, unterstütze ihn. Meinen Panzern haben Sie nichts entgegenzusetzen. Gut gemacht. Jetzt kommen sie auch mit Helix, muss man aufpassen. Sehr, sehr gefährlich, die Helis. Nichts, was zwei oder drei Partikelkanonen nicht schaffen könnten. Ja, das stimmt. Ein paar Partikelkanonen bauen wir dann auch gleich. Wir machen unser Lager noch ein bisschen kleiner an der Ecke hier. Ein Sniper, mehrere Sniper brauchen wir definitiv. Boah, bis da hinten haben die geschossen. Sehr, sehr gut. Pete, herzlich willkommen im Stream, grüß dich. Alles klar. Na Pete, bist du auch ein Echtzeitstrategie-Fan? Geführt hat, General? Das Spiel ist aus. Zielkoordinaten eingeben. Erholen Sie sich, General. Unsere Offensive geht in Kürze weiter. Und wenn euch der Livestream gefällt, vergesst nicht, das Plus wegzumachen. Lasst ein Follow da. Ich bin jetzt jeden Tag für mindestens 1-3 Stunden ab 19 Uhr live, meine Lieben. Ich mache jetzt eine Livestream-Challenge auf TikTok. Bin jeden Tag für euch am Start. Wenn ihr ein paar Kumpels habt, wo ihr sagt, yo, denen könnte auch Echtzeitstrategie gefallen, teilt gerne den Stream mit euren Freunden. Ah, hier unten verstärken wir das Ganze noch. Sie nicht hier am Rand durchsprechen können. Oh, wir sind schon 5 Sterne, General. Sehr schön, das gefällt Sie mir. Sie schießen auf meine Flugzeuge? Halten Sie das etwa für eine kluge Taktik, General? Sehr gut, klasse. Bisher wehren wir solide bald ab. Wimmelt es hier von Panzern. Meinen Panzern. Feechen, ich kann nicht so richtig. Was meinst du?
mein liebes Fähchen. Taktische Laser online. Ich lege das Fundament. Geht's um Alarmstufe Rot 2 oder um Generals? Alles klar. Energiesysteme aktiviert. So, wir schwärmen mal hier nach oben aus. Wir warten auf Ihren Angriff, General. Aber ich schätze, da können wir lange warten. Nee, nee, nee. Ich bin schon unterwegs. Keine Sorge. Ab geht's. Taktische Laser online. Crusader-Panzer bereit. Rücken vor. Um Alarmstufe Rot 2. Okay. Einheit verloren. Was liegt an? Ich bin beschäftigt. Bla und Deutsch. Ah, du hast die Superwaffe auf den Deckel bekommen, Fähchen. Alle Einheiten. Ja, vorwärts. Das ist natürlich schwierig. Jawohl, Sir. Musst du aufpassen, wenn da irgendwo ein Timer läuft unten rechts in der Ecke, musst du schauen, dass du den Gegner die Energie wegballerst oder im Optimalfall die Superwaffe. Energiesysteme aktivieren. Genau. Schau dir am besten mal mit Chris die Mission an, liebes Fähchen, oder auf YouTube, wie ich die ganze Kampagne auf schwer gespielt habe. Zwinker, zwinker. Da kannst du nämlich auch was lernen. Ich bilde dich natürlich auch gerne privat im Discord aus. Ist auch möglich. Gar kein Problem. Für meine Zauberfee mache ich doch fast alles. So, hier oben bauen wir jetzt unseren Schutzpunkt auf. Hübscher Stützpunkt, General. Mein Stützpunkt. Nee, das hättest du wohl gerne. Das ist mein Stützpunkt. Hier steht General Ricky. So, meine Lieben, wir machen mal einen richtig schönen Angriff. Wir nehmen uns mit den A10 Luftangriff jetzt diese Verteidigung raus. Dann fliegen wir mit unserem Spectre hier rein. Und dann versuchen wir hier unsere Benzinbombe reinzubekommen. Mal schauen, ob das klappt. Erstmal kommt der A10 Warzenschweinangriff. Schaut euch mal die Schnuten an. Guck mal. Seht ihr die Unsere Zähne? Unsere Waffenfabriken arbeiten auf Hochtouren. Alles nur ihretwegen, Anvisieren und Feuer. Mega. Jetzt direkt unser Spectre rein. Und wenn der Spectre kreist, dann die Benzinbombe. So hier, los geht's. Jetzt ist Timing gefragt. Ja, schön ablenken, ablenken, ablenken. Einheit, Sie werden untergehen, General. Oh. Wo kommt unsere Benzinbombe? Demin, grüß dich, herzlich willkommen. Ah, schade. Na, fehlt noch ein bisschen was. Wir spielen Command & Conquer Generals, die Stunde 0. Komplett ungeschnitten, komplett unzensiert, mit meinem Uncut-Patch drauf. Könnt ihr euch alle kostenlos runterladen, einfach mal googeln. Aber ich finde, heutzutage ist es nicht mehr nötig, dass man irgendwas zensiert spielen muss. Man sollte das so spielen können, das Spiel, wie es vorgesehen war, und das ist unzensiert, ganz klar. So. Wollen wir doch mal schauen. Ich baue meine eigene Straße. Und wenn Wie euch der Livestream gefällt. Diese Verluste leisten, General? Wollen Sie nicht lieber kapitulieren? Wenn euch der Livestream gefällt, könnt ihr sehr, sehr gerne das Plus wegmachen. Ich bin jeden Tag um 19 Uhr live und ich schmeiße jeden Tag einen richtig geilen Livestream-Clip raus. Also ihr bekommt hier täglich Content geliefert, meine Lieben. So, jetzt können wir nämlich hier oben schon abgrasen. Sehr, sehr schön. Das Flugfeld nehmen wir jetzt mal ein. Da sind wir richtig mutig. Command and Conquer. Generals, die Stunde 0. Sehr, sehr gerne. Du kannst dir die Ultimate Collection auf Steam kaufen. Da hast du 17 Spiele drin, mit Add-ons mitgezählt. Command & Conquer Ultimate Collection. Jeden Dienstag machen wir bei Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 auch Ligaspiele. Vor ihrer Tür, General. Also wenn ihr Bock habt auf Ligaspiele, könnt ihr auch sehr, sehr gerne am Dienstag immer mitspielen, ab 19 Uhr.
Und am Freitag machen wir immer Command & Conquer Generals Kampagne auf schwer. Ich spiele nämlich alle Command & Conquer Kampagnen komplett auf schwer durch. Und wir machen derzeit Generals. Meine Panzer bereiten sich auf den entscheidenden Angriff vor. Können Sie sie ja, diesmal komm. Aufhalten? Komm, trau dich, ich bin bereit. Rein da. Hier brauchen wir ein paar Reparaturdrohnen. Noch eine Spähdrohne. Ihr bekommt eine Hellfire-Drohne. So, die Wundertüte ist wieder vorbei. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. 10 wundervolle Menschen haben jetzt 10 Münzen bekommen. Der eiserne Drache zerschmettert ihre lächerlichen Stellungen. Einheit verloren. Guck mal, unser Scharfschütze ist dreimal befördert. Absolut klasse. So, wir brauchen allerdings noch ein bisschen Kohle. Wir brauchen viel, viel mehr Kohle. Komm mal mit hoch, sammeln hier. Die halten bisher aus, das ist gut. Dank ihrer Taktik sind sie momentan im Vorteil, General. Aber das wird nicht so bleiben. Ja, wollen wir doch mal sehen. Wir entwickeln jetzt nämlich die Mutter aller Bomben für 4000 und die kommt zu einer hohen Wahrscheinlichkeit durch. Als nächstes machen wir ein Panzerungsupgrade. Das ist Ihre letzte Chance, sich zu beweisen, General. Schon bald werden meine Panzer Sie überrollen. Ricky, ist in deinem Patch auch der Grafikpatch dabei? Der Grafikpatch, du meinst mit der Auflösung, ne, Ingo? Das ist Ihr Ende, General. Dafür brauchst du das Gen-Tool oder besser noch den Gen-Patcher. Und ihr braucht wirklich keine Angst haben. Wenn ihr den Gen-Patcher runterladet, installiert, dann meldet die Firewall, es könnte eine schädliche Datei sein. Das ist aber nicht der Fall. Energiesysteme aktivieren. Also braucht ihr wirklich keine Angst haben, Gen-Tool oder Gen-Patcher. Könnt ihr runterladen. Da habt ihr dann hier im Spiel so ein Menü, wie ich gerade aufklappe. Und da könnt ihr dann auch alles einstellen. Auch die Auflösung, da könnt ihr eure Kamerahöhe noch höher machen. Und so weiter. Ja? Das empfehle ich euch definitiv für Full HD. Dennis, herzlich willkommen im Stream. Grüß dich. Es läuft sehr, sehr gut. Wir spielen die Command & Conquer Generals Stunde 0 Generalsherausforderungen mit dem Laser-General. Wir sind jetzt beim zweiten General. Nicht, dass ihr Glück noch lange hält. Und oder werden uns gleich General? Vorrücken und angreifen. Hören Sie das unheilvolle Stampfen meiner Armee, General? Ich höre gar nichts. Ich höre Totenstille. Wenn ihr was stampft, dann bin ich das. Und zwar mein Siegesgestampfe lasse ich ertönen. Laser Crusader klar zum Gefecht. Crusader Panzer bereit. Einheit verloren. Ja, und wir spielen auch öfters Command & Conquer Generals zusammen, mehr Spieler. Da gibt es auch schon ein paar richtig schöne Multiplayer-Gefechte auf YouTube. Einfach mal meinen Namen eingeben auf Google, da findet ihr eigentlich alles. Und da kommt unser nächster Panzer, passt mal auf. Schaut mal, mit Fallschirm. Absolut klasse. Läuft das auch in der EA-Version? Ich bin mir unsicher, Ingo, ich habe das nicht getestet. Also ich empfehle euch wirklich die Steam-Version. Es lief damals mit der EA-Version, es kann aber sein, dass ich was umstellen musste. Haben Sie Ihre Flanken gesichert, General? Na, das werden wir bald wissen. Und ich empfehle euch wirklich, die Command & Conquer Ultimate Collection auf Steam runterzuladen. Nein, Sie werden nicht siegen, General. Meine Panzer werden Sie vernichten. Feechen und Jimmy und Julie, vielen, vielen Dank für eure Rosen. Dankeschön. Da kann ich mir ja schon einen ganzen Blumenstrauß binden mittlerweile. Ganz, ganz lieb von euch. So, meine Lieben. Wir greifen an. Wir starten unseren nächsten Angriff. Und zwar kombinieren wir jetzt die Warzenschweine mit unserem Spectre und unserer Mutter aller Bomben. Laser Crusader klar zum Gefecht. Let's go. Sie kommen. Oh, die Mutter aller Bomben ist sehr, sehr schnell. Kommt ihr als erstes rein? Wenn diese Mumpel fällt, dann gibt's richtig Rabatz. Die Modifikationen an meinen Panzern, schade, schade, schade.
Die kommen Sie durch. Sie wagen es, meine Waffenfabrik anzugreifen? Vernichtet diese Würmer! Ah, die haben gute Luftabwehr. Suche feindliche. Müssen wir jetzt definitiv rein. Wir greifen von oben rechts an. Analysiere Geländeeffekte, Laser online. Und wir brauchen definitiv noch ein paar Avengers. Panzer! Mehr Panzer! Und Abwurfzonen. So, jetzt das Gerücht. Jetzt haben wir nämlich gleich keine Kohle mehr. Alles klar. Laser Crusader klar zum Gefecht. Für das Guck mal, du kannst hier sammeln. Alles geprüft, du kannst da sammeln. Traut euch. Nightwalk, herzlich willkommen im Stream. Grüß dich. Ja, das stimmt, Nightwalk. Aber wir... Ich versuche, das Genre wieder aufzuwecken, wieder zum Leben zu erwecken. Weil Command & Conquer und die Echtzeit-Strategie-Community, die ist wirklich grandios. Panzer, auf sie! Ich habe so viele sympathische Menschen kennengelernt über Command & Conquer. Und ich möchte gern noch mehr sympathische Menschen kennenlernen. Ich möchte regelmäßig mit euch Live-Spiele machen und so weiter. Defensive Lasersysteme. Sie sind mit ihrer feigen Taktik sehr weit gekommen. Aber nun ist Schluss. Dann wollen wir mal schauen, ob wir das Genre wieder richtig zum Leben erwecken können. So. So. Ja, unsere Emotes? Emotes, die kommen noch, Fähchen. Emotes kommen noch. Also ich kann morgen kann ich einen Abonnieren-Button reinmachen und dann müsste ich auch Emojis hochladen können. Meine wundervolle Zauberfee, also keine Sorge, die kommen. Bald wimmelt es hier von Panzern, meinen Panzern. So. Ein paar Panzer haben wir noch raus. Jetzt bauen wir eine Abwurfzone. Das wird schon. Wir machen noch das Upgrade, damit die schneller ausgebildet werden, schneller geupgradet werden. Zocke derzeit viel RTS, Age of Empire, Command & Conquer muss auch mal wieder rein. Nightwalks sehr, sehr gerne. Was gibt's zu tun? Taktische Laser online. Bei der Arbeit. Am Dienstag spielen wir Alarmstufe Rot 2 Ligaspiele und am Freitag mache ich immer Kampagnen-Games ab 19 Uhr. Und die restlichen Tage werden wir mal flexibel gestalten. Einheit verloren. Also seid gespannt, was euch erwarten wird. Vielen, vielen Dank für die ganzen neuen Follows. Dankeschön vom Herzen für euren Support. Ah, diese Phase der Schlacht liebe ich besonders. Wo ich dich niederringe. Kurz bevor ich meinem Feind den Rest gebe. Nee. Ich gebe dir gleich den Rest, mein Lieber. Wissen Sie, was Ihr Stützpunkt ist, General? Eine riesige Zielscheibe für meine Panzer. Ja, das wäre wirklich mega, wenn Alarmstufe Rot 2 remastered werden würde, oder Dennis? Absolut. Das würde ich auch extremst feiern, da warte ich auch drauf. Mal schauen, ob uns dieser Traum eines Tages in Erfüllung geht. Das wäre wirklich absolut Wahnsinn. Na, die greifen unten ganz schön an. Und wären auch gut ab. Wir wären sehr, sehr gut ab. Nicht einmal ein Kommandobot kann das Blatt jetzt noch wenden. Kommandobot? Ich habe keinen Kommandobot. Ich habe nur Kolonel Burton. Der ist aus Fleisch und Blut. Hübscher Stützpunkt, General. Mein Stützpunkt. Ich habe sie lange genug gewinnen lassen, General. Jetzt mache ich ernst. Ich auch. Los geht's, wir machen ernst. Suche feindliche Flugeinheiten. Panzerabteilung bereit. Energiesysteme Panzer, aktiviert. Schneller! Bevor unser Gegner tatsächlich angreift. Wir sind unterwegs. Nähern uns neuer Position. Wir greifen hier oben an. Ah, die Luftabwehr, die ist sehr, sehr solide. Einheit dagegen verloren. Haben wir was. Schwarze Schweinis und Spectre, rein da. Komm, wir fliegen nochmal mit, oder? Klar fliegen wir nochmal mit. Einheit verloren. Anvisieren und Feuer!
Ich bin nicht. Sie werden untergehen, General. Und rein hier, Angriff. Ist Trudy eigentlich noch da oder ist Trudy eingeschlafen? Wie sieht denn das aus? Rein hier. Ohne Kompromisse. Wir gehen all in. Bin am Start. Hast du die Möglichkeit, Jimmy und Julie zu füttern? Ich werde ein paar zusätzliche Weil Jimmy ist ganz schön wehleidig mittlerweile. Sie. Panzer sind besser. Er ist ganz schön im Quengeln und Gängeln. Oder ist eher nicht möglich? Rein hier, komm. Wir rücken vor, wir rücken vor. Raus mit dem Gatling-Geschütz. Raus mit den Panzern. Rückzug, unsere Mutter aller Bomben kommt. Wir sind in ihrer Basis, General. Und sie kommt rein. Ihre Abwehrstellungen waren lächerlich. Was für ein Feuerball. Wahnsinn. Runter, runter, runter. Wir verlieren natürlich hier einiges, ist ganz klar. Einheit verloren. Und wir ziehen durch. Erstmal seine Abwehrstellung niederringen. Ja, hervorragend. Stück für Stück. Zentimeter für Zentimeter, Meter für Meter. Einmal beförderter Pilot, den setzt man direkt in ein anderes Fahrzeug rein. Zack, wieder dreimal befördert. Und den Bunker noch raus. Einheit verloren. Jawohl, super. Jetzt haben wir ja schon mal die breite Fläche, das ist gut. Jetzt verteidigen wir das Ganze. Oh, die Mix sind natürlich sehr, sehr gefährlich. Und wir holen Nachschub. Meine Truppen stehen vor ihrer Tür, General. Einheit verloren. Wir holen direkt Nachschub an die Front, ein paar Humvees mit Tow-Raketen. Da oben baut er nämlich wieder nach. Wir müssen aufpassen, das muss verhindert werden. Sonst baut er wieder seinen Stützpunkt komplett auf. Wir holen Verstärkung. Ihre Taktik amüsiert mich, General. Ja, die halten hier gut dagegen. Er wehrt sich mit Händen und Füßen. Sehr schön. Die Nachrichten sind begrenzt. Ja. Hier musst du dich ein bisschen kürzer fassen, meine liebe Trudy. Da kannst du mir keine Liebesromane schreiben, tut mir leid. Der eiserne Drache zerschmettert ihre lächerlichen Stellungen. Wenn du mir deine Liebe gestehen willst, musst du das hier in Form eines Strauß Rosen tun. Ja. Wenn euch der Stream gefällt, lasst gerne mal ein paar Likes da, tappt gerne mal ein bisschen auf dem Display, macht gerne einmal den Namen, den Balken voll, der dann unter meinem Namen entsteht. Würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich ein bisschen supportet mit ein paar Likes. Sie haben also meine Kaserne zerstört. Dankeschön. Na gut, dann zerstöre ich jetzt ihre. Ja, aber wir dominieren ihn. Wir ringen ihn nieder. Sehr, sehr gut. Fantastisch. Einheit verloren. Jawohl, Ingo. Das ist der Account von Jimmy und Julie. Sie sich, General. Das ist quasi unsere Offensive geht in Kürze weiter. Von Trudy, von Frauchen, der Hunde-Account. Also für Jimmy und Julie, unsere zwei Fellnasen. Da kommen sie. Das und ist ihr Ende, General. Ronz. Sehr gut, hier ist unser Nachschub. Einheit verloren. Direkt all in. Zielkoordinaten eingeben. Jawohl, Sir. Hier wird nichts mehr gebaut. Energiesysteme aktivieren. Zeigen wir es den Kern. Nee. Ach, so eine schöne Armee. Wir haben vieles verloren, aber unsere Armee scheint gar nicht geschrumpft zu sein. Captain Cotti, vielen, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen. Schön, dass dir gefällt, was du siehst und hörst. Einheit verloren. Mega. Ah, komm. Ihr werdet niedergerungen. Wir sind unterwegs.
Hören Sie das unheilvolle Stampfen meiner Armee, General? Ich höre es eigentlich nicht. Hört ihr was? Ich höre den nur vor Wut stampfen. Sehr schön. Micromanagement, Rückzug, Rückzug. Einheit verloren. Ja. Ein bisschen gefettfingert. Wir warten auf Ihren Angriff, General. Corwin, by the way. Vielen, vielen Dank für dein Follow, Corwin. Dankeschön. Freue mich. Der Bunker ist voll. Einheit verloren. Der macht natürlich Damage. Lasergeschütz, Feuer. Und den Bunker noch. Komm, schaffen wir. Haben Sie Ihre Flanken gesichert, General? Na, das werden wir bald wissen. Sehr gut. Tja, General Quai, es ist nicht mehr viel von deiner glorreichen Armee übrig, muss ich mal sagen. Ich glaube, wir haben dich niedergerungen, ha? Aber sowas von. Unsere Waffenfabriken arbeiten auf Hochtouren. Alles nur ihretwegen, General. Du hast keine Waffenfabriken mehr. Ich glaube, die Pilze kicken immer noch. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen jetzt einen epischen Showdown, meine Lieben. Und zwar machen wir den epischen Sieg mit der Mutter aller Bomben. Seid ihr bereit für diesen riesigen Feuerball? Dann schreibt mir eine 1 in den Chat. Energiesysteme aktivieren. Zielkoordinaten eingeben. Ich will mindestens 10 Einsen sehen. Panzern, General? Es fehlen noch ein paar Einsen. Alle eine 1 in den Chat, wer jetzt diesen Feuerball sehen will. Ah, mir juckt es schon im Finger, es fehlen nicht mehr viele. Ja. So gefällt mir das. Wie können Sie sich diese Verluste leisten, General? Wollen Sie nicht lieber kapitulieren? Da kommt sie. Die Mutter aller Bomben ist on the way, Baby. Und alle gemeinsam. GG. Sie haben gewonnen. Sie haben meine Panzer besiegt, General. Aber die Tigerin wird sie zerquetschen wie ein Insekt. Ja, vor der habe ich auch schon Respekt. Vroom. Mein Lieben, ich hau euch noch eine Wundertüte rein, ja? Kleinen Moment, ich mache alles fertig. Und dann kriegt ihr noch eine richtig leckere Wundertüte. So. Geschenktüte. So, zack. Geschenktüte ist drin. Könnt ihr alle gerne mitmachen. Und dann schmeißen wir noch eine Schatztruhe rein. Eine Schatztruhe. Ihr könnt dann, wenn die Schatztruhe in 3 Minuten aufgeht, meine Lieben, könnt ihr da raufgehen. Und dann müsst ihr unten, wenn der Countdown abläuft, 5, 4, 3, 2, 1, dann müsst ihr eine Münze rausholen. Okay? Dann kann sich jeder von euch eine Münze rausholen. Spielst du auf schwer? Wir spielen derzeit auf Normalbäre, weil ich mit den Generalsherausforderungen erstmal noch ein bisschen warm werden will. Aber ansonsten spielen wir komplett Command & Conquer, die ganzen Kampagnen, auf schwer. Aber da heute mein erster TikTok-Livestream ist und ich sonst immer auf Twitch live gewesen bin, habe ich mich entschieden, um mich hier auch ein bisschen mehr auf den Chat fokussieren zu lassen, dass wir heute erstmal mit Normal beginnen. Sonst spielen wir immer alles auf schwer. Timo, vielen, vielen Dank für dein Follow. Wer wird der nächste Gegner sein? Wir finden es jetzt heraus. Rein hier.
Sie wählen mich aus? Denken Sie noch einmal darüber nach. Denken Sie, ich sehe Ihre Spionageflieger nicht? Bitte sehen Sie sich in Ruhe um. Schließlich ist es das letzte Mal, dass Sie meine Festung sehen. Wie Sie sehen, ist meine Festung uneinnehmbar. Und meine Chemiewaffen werden Ihre Einheiten vergiften, bevor Sie mir zu nahe kommen. Irgendwann können Sie Ihren Enkeln von dieser Niederlage erzählen. Oder du, mein Lieber. Wir werden es gleich herausfinden. Denn ich mache hier Butter bei der Fische. Einheit verloren. Okay, da ist er direkt. Hier haben wir eine Ölraffinerie, die können wir dann direkt einnehmen. Das machen wir. Hier haben wir noch eine Ölraffinerie. Hier können wir ihnen den Weg abschneiden. Ich denke, das wäre wichtig. Allerdings wird dieses Artilleriegeschütz uns ein bisschen Probleme da bereiten. Die erste Probe ist gratis. Oh, wir haben aber wenig Platz hier. Oh, wir haben aber wenig Platz. Komm mal hoch hier. Drei Bulldozer sollten erstmal reichen. Gebäude besetzen, Upgrade entwickeln wir direkt. Und jetzt schauen wir, dass wir hier erstmal einen ganz kleinen Schutzkranz aufbauen. Ich würde sagen, wir bauen eine Geschützstellung hier oben hin. Dann können wir nämlich den ganzen Bereich schon mal so ein bisschen abdecken. Und da sehen wir schon das erste Sprengfass blinkt hier schon. Die Karte hat mir nicht so gut gefallen. Was heißt es nervig, Chris? Schreib nicht immer so negativ, bitte. Ich finde das echt nicht schön. Versuch mal ein bisschen positiver zu formulieren. Deine Nachrichten sind immer so negativ. Versuch mal positive Vibes zu verstreuen. Chris, versuch das wirklich mal. Ich glaube, du wirst ein schöneres Leben haben. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich lese irgendwie nur immer negative Nachrichten. So, nehmen wir doch mal den Ölförderturm ein. Das ist das geilste Game, was ich je gespielt habe. André, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Stream. Ich bin jetzt jeden Tag live ab 19 Uhr und wir spielen Echtzeitstrategie. Also dich wird richtig viel Command & Conquer hier erwarten. Wir werden uns hier vielen Herausforderungen stellen und ich habe richtig Bock auf diese Challenge. Geben Sie mir meinen Bohrturm zurück. Wissen Sie nicht, dass ich für meine Waffen Öl brauche? Nö, wusste ich bisher nicht. Sorry, jetzt ist er meiner. Die Karte war doch toll. Wenn Ihre Cyborgs im Dunkeln leuchten, dann bauen Sie doch noch ein paar. Also ich sag mal so. Ich finde die Karte... Die Anspannung bringt Sie um. Ich finde die Karte hochinteressant. Ihr wisst, ich liebe Herausforderungen. Und ich finde das auch super schön designt, super schön gestaltet. Und wenn die Sprengfallen hier überall, das ist schon sehr, sehr cool. Guckt euch mal das Wasser an. So richtig wie chemisch verseucht, so toxisch, giftig. Ich finde, das ist unglaublich liebevoll designt, das Ganze. I love it. Allzeit bereit. Da kann ich nichts bauen, Sir. Einheit verloren. Da kommen seine Chemiekrieger, muss man aufpassen. Ja, die machen nämlich rucki zucki hier unsere Rangers. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jetzt muss man aufpassen. Wir brauchen ein paar Lasertürme. Dann brauchen wir ganz schnell ein paar Kundschafter, denn das hier brennt richtig. Au, 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 au! Nee, hab schon gekostet, schmeckt nicht. Komm, greif an. Sehr gut. Was gibt's zu tun? Lasergeschützturm. Das Wasser in diesem Fluss ist nicht bekömmlich. Ich glaube auch. Da hilft auch kein Wasserfilter. Je länger sie warten, desto geringer sind ihre Chancen. Wir bauen erstmal ein paar Humphys mit dem Tow-Raketen-Upgrade. Und natürlich brauchen wir ein paar Kundschafter. Aber erstmal brauchen wir Erfahrungspunkte für die Kundschafter. Okay. Na, kriegen wir hin. Sascha, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Follow. Alle nutzlos. Und danke fürs Teilen des Livestreams mit Freunden. Vielen Dank, Sascha. Ganz stabil von dir. Mega. Die Bude können wir noch wegballern hier. Braucht doch keiner mehr.
Das Wasser bringt die Erleuchtung. Wenn sich die Säure durch ihre Cyborgs frisst, bin ich zufrieden. Wie wäre es mit einem Zeichen des guten Willens? Einem Gegenmittel zum Beispiel? Autschi, der Bunker explodiert da richtig wie eine Antrax-Granate. Wie lange können Sie die Luft anhalten? Luft anhalten kann ich ungefähr 75 Sekunden. Wie lange könnt ihr Luft anhalten? André, vielen, vielen Dank für dein Follow. Mit Metall halten Sie meine Chemiewaffen nicht auf. Weiß ich sehr zu schätzen. Wir müssten mal schauen. Das brauchen wir. Mit der Werkstatt werden nämlich unsere Fahrzeuge günstiger. Und hier haben wir nochmal ein paar Mineralien zum Sammeln. Chemiestunde würde ich machen, ja. Habe ich immer geliebt in der Schule damals. Ja, wir müssen hier rüber. Ist ja immer noch alles verseucht. Komm, nimm dir die mal vorher. Ja, das macht Spaß. Los geht's. Alles klar. Ich bin Abnoltaucher. Was ist denn das, Sascha? Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Also meine bessere Hälfte, die Trudi, die kennt sich sehr gut mit Tauchen aus. Ich noch nicht. Ich war persönlich noch nie in meinem Leben tauchen. Aber steht auf jeden Fall auf meiner Live-List mit drauf. Das möchte ich definitiv eines Tages mal erleben. Nein. Am liebsten so zwischen Haien durchtauchen, weißt du? Wo habe ich schon nur die Chemietruppen stationiert? Sei doch mal ruhig jetzt, Mensch. Ich will was erzählen. Da habe ich schon richtig coole Videos gesehen. Da kann ich nichts bauen, Sir. Wie da jemand durch Haie taucht, das war übelst beeindruckend. Ich glaube, da schlägt dein Herz richtig. Ich bin ja so ein kleiner Adrenalin-Junkie. So, das hier oben sieht schon mal stabil aus. Der Laserturm, der ist mega. Dann würde ich nämlich sagen, wir werden gleich mal schauen, ob wir unser Nachschublager ausbreiten können. Upgrade nach links. Brauchen wir noch ein paar Panzer, so viel steht fest. Neue Opfer... Freiwillige für meine Experimente. Eve, herzlich willkommen, grüß dich. Das ist auch mega, Denno. Jeder hat so seine Lieblingsgenre, jeder hat so seine Lieblingsspiele. Wichtig ist, dass es Spaß macht, dass es einen glücklich macht. Und ich liebe die Command & Conquer-Serie. Sehr gut, jetzt müssen wir gleich hoch und den unter Druck setzen, damit sich das Tunnelsystem nicht mehr nachbauen kann. Bis zum letzten Tropfen. Glückwunsch, General. Hat aber coole Sprüche drauf, hä? Lecker bis zum letzten Tropfen. Sie werden langsam lästig, General. So. Sniper, sehr schön. Taktische Laser online. 20% mehr Reichweite für unsere Einheiten. Dann würde ich sagen, wir schießen erstmal. Ah, warte mal, wir machen Trick 17. Atmen Sie vor dem nächsten Angriff nochmal tief durch. Und ihr habt eure Geschenktüten bekommen. Sehr schön. Viel Spaß mit den Münzen. Laser Crusader klar zum Gefecht. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was aus den Kisten rausbekommen. Zielkoordinaten eingeben. Was zu tun? Nachschubwege entwickeln wir erstmal. Und jetzt nehmen wir uns hier oben die Stingerstellung vor. Das machen wir ganz, ganz gewieft durchs Gebäude. Energiesysteme aktivieren. Dann schießen wir nämlich die Leute da raus. Oh, guckt, da kommt sogar ein Scud-Werfer. Jetzt muss man aufpassen. Ja, befestigen Sie das Gebäude. Das wird meinen Chemietraktoren gefallen. Wir haben ein Problem mit unseren Chemiewaffen, General. Gleich geht's weiter. Lasergeschütz, Feuer. Erhöhe Intensität. Hab was bei beiden bekommen. Sehr schön, Feechen, freue ich mich. Den holst du da nicht raus. So, die Bunker hier sind natürlich sehr, sehr gefährlich. Die Chemiebunker hier. Ich würde die eigentlich gerne rausballern. Aber... Ihren Truppen geht die Luft aus, General. Geben Sie auf.
Warnung, Scud-Sturm geortet. Scud-Sturm, wie bitte? Oh. Sie wollen die Chemiewaffen. Von mir aus. An irgendwas müssen sie ja sterben. Oh, Scud-Sturm ist natürlich anders wild. Oh, oh, oh. Okay, er hat richtig Bock. Na gut. Dann wollen wir jetzt noch ein bisschen einen Zahn zulegen hier. Oh, hatte ich das nicht erwähnt? Passen Sie auf die Minen auf, General. Oh, die sind ja auch antragsverseucht, die Minen. Schnell durch, schnell durch, schnell durch. Es ist heutzutage schwer, einen Arzt zu finden, der Hausbesuche macht. Volltreffer, Strike Baby. Habt ihr gesehen, da kam seine ganze Armee raus. Die sind sogar ein bisschen glitchy. Guck mal. Das werden Sie noch bereuen, General. Gehen wir jetzt hier hoch zur Artilleriestellung hin. Rausballern, unter Druck setzen, nah ranfahren, da kann die nicht mehr schießen. Und tschüss, General. Sehr gut. Was wollen Sie denn mit diesen Vorräten? Sie sind noch nicht bereit. Die Bude ist versetzt, jetzt muss man aufpassen, die ist wirklich besetzt. Aber wir brauchen unseren Bulldozer, wir müssen jetzt rüber. Einheit verloren. Mist, für die Bude brauchen wir definitiv ein paar Ranger mit Blendgranaten. Über Sie, General. Denn sonst verlieren wir da wirklich alles. Unsere Mainbase-Verteidigung hält bisher, das ist gut. Komono, einen wunderschönen wünsche ich dir. Herzlich willkommen hier auf TikTok. Grüß dich. Alles klar. Vielen, vielen Dank für den Follow und fürs Einschalten. Ich lege das Fundament. Unser lieber Komono ist nämlich auch von Twitch rübergekommen. Einheit verloren. Habe ich auch bekehrt zu TikTok. Vorwärts, meine Chemiekrieger. Gebt den Massen unsere Medizin. Unser Mainstream findet nämlich meistens auf Twitch statt. Ja, sehr schön. Und rüber hier. Oh, 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 das ist aber schlecht. Waffen ist kein Kraut gewachsen, General. Unser Bulldozer ist nicht angekommen. Und da kommt die Antragsgranate. Oh, jetzt fliegt uns alles weg im Lager. Oh Mann, das ist aber ganz, ganz bitter. Oh, das wird Ihnen gefallen, General. Das ist ganz, nein, ganz bitter. Wird es nicht. Wir müssen hier drüben sammeln. Okay, also jetzt legt es schon so ein bisschen zu. Muss man wirklich mal schauen, wie wir jetzt gleich rüberkommen. Wir lassen erstmal drei Chinook auf lange Distanz sammeln. Der ist auch bald verlassen. Oh, da kommt ein Spreng-LKW. Einheit verloren. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Sie sind selbst schuld. Jetzt werden Ihre Einheiten für Ihre Fehler bezahlen. Oh, ein Sprengfass. Autsch. Fokus, General Ricky, Fokus. Yes, yes, yes. Nur noch können wir keine neuen Fahrzeuge rausholen. Komono, wie war dein Tag? Wie geht's dir? Diese Interaktion ist zu nice. Dankeschön, Kaya. Schön, dass dir der Stream gefällt. Verschwinden Sie aus meinem Stützpunkt, General. Er gehört immer noch mir. Aber ich mache extra noch ein bisschen langsam. Weil, wenn man das nicht gewöhnt ist und dann so die Bilder hin und her fliegen, kann es auch vom Zuschauen schnell anstrengend werden. Deswegen mache ich gerade noch so ein bisschen ruhiger. Aber hier muss ich schon einen Zahn zulegen, definitiv. Laser Crusader klar zum Gefecht. Ah, die greifen ganz schön an, muss ich sagen. Das ist eine Menge, was da ankommt. Wir brauchen einen Ranger. Der würde schon reichen. Das war sehr knapp. Laser Crusader klar zum Gefecht. Ah, du bist noch fleißig, du bist noch am Ackern. Entspannen Sie sich. Warten am Renovieren. Sie, bis meine Medizin wirkt. Ah, das ist... Das ist eine Leistung, mein lieber Komono. Schön, dass du einschaltest nebenbei. Ich habe meine Doppelschicht hinter mir und bin dann direkt live gegangen. Oh, wir haben das Rosenziel erreicht. Dankeschön. Ingo, Feechen. Nein. Ingo, Feche und Bachem, vielen, vielen Dank für die Rosen. Dankeschön. Vom ganzen Herzen. Wo kommt der Scud rein?
Da kommt er rein, direkt auf die Main Base. Sie haben keinen Strom mehr, General. Wie schön für mich. Oh, komm rüber. Na, kein Strom ist sehr, sehr schlecht. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. So, jetzt das Gerüst. Die Beförderung brauchen wir jetzt auch. Einheit verloren. Wir müssen jetzt nämlich wirklich ein bisschen Rabatz machen. Sie haben also den Fluss überquert. Langsam wird dieser Krieg interessant. Komm. Fahr raus, bau das Kraftwerk. Go, go, go. Du musst die hier abwehren. Kommt. Ranger, helft. Komm, spreng LKW rein. Einheit verloren. Unsere Abwehr ist ausgeknipst. Wir brauchen Energie. Wir haben gleich keine Kohle mehr. Bau. Knollo, JJ und Alex waren auch dabei. Dankeschön an alle, die das Ziel vollgemacht haben. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ganz großes Kino. Feindlicher Infiltrator geortet. Wir kommen hier so schwer rüber. Wir verlieren zu viel. Wir brauchen einen anderen Schlachtplan. Einheit verloren. Je länger sie warten, desto geringer sind ihre Chancen. Na, ich sehe das schon. Hier hat er auch einen Sniper. Jarman Kell. Den haben wir gekillt. Sehr gut. Wir müssen nämlich rüber. Die Waffenfabrik rausnehmen. So, des Weiteren müssen wir eine neue Kaserne hochziehen. Dann nehmen wir hier oben die Werkstatt ein. Einheit verloren. Und unsere Sniper brauchen wir jetzt. Aber ganz, ganz schnell. Sehr gut. Wenn sich die Säure durch ihre Cyborgs frisst, bin ich zufrieden. Sehr schön, nimm mal das Sprengfass raus. Und raus mit der Waffenfabrik. Oh, schießt die Hütte weit. Raus mit der Waffenfabrik. Ja, sehr gut. Spitze und rein in die Bude. Jetzt können wir uns unten die Ölraffe nehmen. Und die Öli brauchen wir, die ist jetzt ganz, ganz essentiell. Muss etwas repariert werden? Du kommst mit rüber. Es gibt nichts Schöneres. Wir bauen ja noch eine Abwurfzone hin. Oh, die Antragsbombe. Alle Einheitenproduktion stoppen. Unser Stützpunkt ist erstmal wieder verseucht die nächsten 2 Minuten. Ich gehe an die Arbeit. Ich baue überall. Nee, das baust du nicht dahin. Na, das ist schon ein sehr, sehr guter General. Gefällt mir. Der fordert dich schon. Sieht stressig aus. Ja, ist ein bisschen stressig, die Mission. Absolut. Riechen Sie das? Nein. Aber wer mich kennt, der weiß, dass ich nie aufgebe und dass ich mich hier durchspeisen werde. Wir schaffen das. Hier holen wir einen Ranger raus für die Öli. Nachschublabor. Einheit verloren. Hier wehren wir solide ab. Ja, ihr könnt euch drauf freuen, wenn wir dann alle Generalsherausforderungen auf schwer spielen. Das wird richtig episch werden. Jetzt müssen wir aufpassen. Wo sind unsere Sniper? Tief einatmen und ausatmen. Wie finden Sie das? Bring LKW, Vorsicht. Einheit verloren. Auch schwer wird richtig krass, ja. Warnung, Scud-Sturm abgefeuert. Scud-Sturm kommt wieder. Wo kommt da rein, der Scuddy? Nee. Main Base, okay. Ich werde sie vernichten, General. Sie halten sich für clever, was? Komm einfach durch die Hintertür. Ich bin beschäftigt.
Oh, wir müssen hier wirklich Abwehrstellung hochziehen, aber ganz, ganz schnell. Lecker, bis zum letzten Tropfen. So, wir müssen erstmal ein bisschen Wooling machen mit unserem Spectra. Wir versuchen jetzt gleich den Scud-Sturm rauszusnacken. Zumindest zum GBA-Loch, dass der sich wieder aufbauen muss. Jetzt nehmen wir oben mal die RAF ein. Die Ölraffinerie. Einheit verloren. Oder auch nicht. Komm, zweiter Versuch. Du schaffst das, los. Du schaffst das, keine Angst. Atmen Sie vor dem nächsten Angriff nochmal tief. Nicht in die Säure reinrennen, nicht in die Säure reinrennen. Sammelpunkt bestätigt. Komm, 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 komm. Sammelpunkt bestätigt. Einsatz bereit. Immer bereit. Und einnehmen. Jetzt übernehme ich. Sehr gut, spitze. So, hier haben wir eine Abwehrstellung, sehr schön. So, jetzt das Gerüst. Bauen wir noch eine hin. Zu sammeln haben wir noch, also ist alles im grünen Bereich. Wir müssen hier allerdings schnell reparieren. Und es wäre eigentlich ganz klug, wenn wir gleich auf die Mutter aller Bomben gehen, weil die kommt zu einer hohen Wahrscheinlichkeit durch. So, wir machen alle Upgrades. Sehe ich als sehr wichtig an. General, ich brauche eine Raffinerie für meine Chemiewaffen. Was können Sie schon damit anfangen? Und hier nehmen wir jetzt erstmal die Ölraft ein. Sehr gut, spitze. Reparier die erstmal. Hier setzen wir einen Sniper rein und drei Raketensoldaten. Los geht's. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Du kannst hier ein bisschen snipen. Energiesysteme Koordinaten eingeben. Habe ich mir gedacht. Na gut, dann hat er sie auch nicht mehr. Kein Problem. Gleich haben wir die Mutter aller Bomben. Wir brauchen auch eine neue Waffenfabrik. Von mir aus. An irgendwas müssen sie ja sterben. So, den Angriff wehren wir ab. Das schaffen wir. Ja. Wir brauchen auch eine neue Raffinerie. Beziehungsweise eine neue Kaserne, meine ich. Ja, schaffen wir. Okay. Wir nehmen uns jetzt den Scud vor. Feindlicher Infiltrator geortet. Einheit verloren. Jetzt. So. Alle Luftangriffe rauf auf den Scud. Da kommen unsere Warzenschweine. Vorsicht, General. Da kommt die Mutter aller Bomben. Diese Brücke ist gefährlich. Und perfekt, genau alle zusammen. Einheit verloren. Scud haben wir raus. Er muss wieder nachgebaut werden. Ganz, ganz große Klasse. Sehr schön. Verschafft uns wertvolle Zeit. Super. Hier machen wir eine Abwurfzone hin. Hier bauen wir eine Partikelkanone rein. Ihr Stützpunkt ist wirklich groß, General. Ein perfektes Ziel für meinen Scud-Sturm. Ja. Dein Scud-Sturm. Pass mal auf. Humphys und Laser Crusader. Ab geht's. Philipp, grüß dich. Hey Ricky, warum nicht auf Twitch? Weil ich mal ein bisschen was Neues ausprobieren möchte. Weil ich gerne mal eine... Haben Sie Angst vor dem, was Sie in meiner Basis finden könnten? Weil ich mir jetzt erstmal ein bisschen TikTok anschaue und dann auch wahrscheinlich auf TikTok und Twitch parallel streamen werde. Auf beiden Plattformen gleichzeitig. Na, wir machen jetzt derzeit so eine kleine TikTok-Challenge. Das heißt, ich bin jeden Abend um 19 Uhr auf TikTok live. Können natürlich auch mal Ausnahmen auftreten, wo ich schon morgens meinen Stream mache. Das kann auch mal passieren, je nach Tagesplan. Aber ich bin jetzt jeden Tag auf TikTok mindestens eine Stunde live, meine Lieben. Schön, dass du reinschaust, Philipp. Ich freue mich. Danke für dein Follow. Energie niedrig. Gegen meine Waffen ist kein Kraut gewachsen, General. Philipp, wie hast du jetzt meinen Livestream gefunden? Wurde dir vorgeschlagen? Du schießt das Ding nicht raus, schießt das Ding nicht raus. So, wir können gleich unsere Partikelkanone weiterbauen. Rein in die Bude. Perfekt. Opposit-Panzerung installiert, Sir. Es wird schon.
Unsere Panzer haben unser Panzerungsupgrade erhalten, dankend. Bauen wir weiter an der Partikelkanone. Feindlicher Infiltrator geortet. Weggesniped. Aktiviert. Sehr gut. Okay. Wir machen folgendes. Und zwar gehen wir jetzt erstmal auf ein paar Avenger. 3 Stück sollten reichen. Und ein paar Laser Crusader. Dann werden wir mal ein Stück vorrücken. Gucken wir mal, ob wir hier die Brücke zumachen können. Da haben wir nämlich hier noch eine Öle, die wir erobern können. Und das wäre Gold wert. Hab durchgeschaut. Erst Cutter und dann du. Mega geil, Philipp. Feier ich. Warnung, Scudsturm geortet. Ja, er hat ihn wieder nachgebaut, ist aber vollkommen in Ordnung. Allzeit bereit. Die neuen Schutzanzüge sind da. Ich habe nämlich schon einen Plan. Lautlos, aber verheerend. Komm, du passt doch hier rein. Ja. Neues Bauprojekt. Millimeter genau abgemessen. Tut mir leid, das geht nicht. So, jetzt das Gerüst. Laser Crusader klar zum Gefecht. Panzerabteilung bereit. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne den Livestream noch mal ein bisschen Likes geben. Würde ich mich riesig freuen und mal ein bisschen auf dem Bildschirm rumhämmern. Und wenn ihr ein paar Kumpels habt, ein paar Freunde, wo ihr sagt, ey Mensch, den könnte ich diesen Livestream empfehlen, könnt ihr auch sehr, sehr gerne den Stream noch ein bisschen teilen. Dankeschön vom Herzen. Einheit verloren. Für jegliche Unterstützung. So ist's recht. Entspannen Sie sich. Ich schmeiß auch. Ich schmeiß auch nach der Runde nochmal eine Wundertüte für euch rein. Da könnt ihr euch noch ein paar Münzen dann rausholen. Jetzt nehmen wir die Öli da oben ein. Brauchen noch ein paar Scharfschützen. Und Colonel Burton, mit denen können wir eigentlich mal eine kleine Geheimmission starten. Das machen wir gleich mal. Upgrade aktiviert. Upgrade aktiviert. Wir brauchen einen Aurora-Bomber und dann hauen wir nämlich den Scudsturm inklusive... Oh. Schleichangriff, Vorsicht. Beziehungsweise dieser Rebellenangriff. Dieser Hinterhalt. Die Anspannung bringt sie um. Und dann machen wir nämlich das GBA-Loch auch kaputt. Hat er nämlich keinen Scudsturm mehr. 3 Minuten noch. Ah, wird knapp, wird knapp. So, mein lieber Kolonne. Hier ist der Boss, den brauchen wir jetzt. Der ist nämlich getarnt. Dann schauen wir mal, ob wir mit denen bis zum Scudsturm vorkommen. Mal gucken, wird spannend. Schon unterwegs. Laser Crusader klar zum Gefecht. Ist das alles? Tief durchatmen, General. Schon unterwegs. Fähig, du hast dich umbenannt, klasse. Fähig 0815. Unser Kommandobot ist entdeckt worden. Lauf. Danke fürs Teilen des Livestreams, mein liebes Fähchen. Oh, der war richtig vergiftet. Schade. Na gut. Da müssen wir uns die Stellung dann erstmal vornehmen, bevor das klappen kann. Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Action mit den Aurora-Bomber. Rauf auf den Scudsturm. Warzenschweine. Je länger sie warten, desto geringer sind ihre Chancen. Mutter aller Bomben. Und Spectre. Volltreffer, sehr gut. Einheit verloren. Du hast deinen Auftrag erfüllt, mein Junge, gut gemacht. Jawohl, sehr schön. Und weg ist er, komplett. Fantastisch. Abgeräumt. Der hat eigentlich echt einen kleinen Stützpunkt, ne? Viel ist hier nicht. Trotzdem haut der da so eine Armee raus. Feindlicher Infiltrator schon wieder sein Bomber. Da kommt doch schon wieder sein Antragsbomber. Alle raus aus dem Stützpunkt. Raus aus dem Stützpunkt. Durch ihre Cyborgs frisst, bin ich zufrieden. Abgewehrt, fantastisch. Die Avenger sind Gold wert. Wir rücken jetzt vor. Partikelkanone bereit. Partikelkanone nehmen wir noch. Fräsen wir hier mal durch sein Lager durch. Meine Chemikalien richten Sie mit Ihrem Partikelstrahl nichts aus.
Denkst du das? Sehe ich ein bisschen anders, Kumpel. Einheit verloren. Lange genug gesammelt. Er baut direkt einen neuen Scud-Sturm. Aber da habe ich ein Gegengift. Aurora-Bomber. Säure. Es gibt nichts Schöneres. Oh, hier kommen aber viele. Hier brauchen wir viele Sniper. Viel, viel mehr Sniper brauchen wir hier. So langsam breiten wir uns aus. Zwischenzeitlich war es ein bisschen ein Drahtseilakt. Aber jetzt schaffen wir das. Hier die Oberhand zu erringen. Dankeschön, Feechen, für 3 Hasen. Ganz, ganz lieb von dir. Komm mal hier rüber. So. Da seid ihr sicher. Riechen Sie das? Nein. Wir versuchen mal was. Navi-System okay. Wir greifen an. Nee? Einheit verloren. Da müssen die erst weg, die Stinger-Stellungen. Wir durchbrechen die Schallmauer. Aurora einsatzbereit. Ah, das schaffen wir. Okay. Energiesysteme aktivieren. Also, wir machen Folgendes. Wir nehmen jetzt erstmal diesen Giftbunker da raus, weil ich mag die Gebäude überhaupt nicht. Nicht, dass unsere ganze Armee dann einatmen und ausatmen. Niedergerungen wird. Wie finden Sie das? Grüß dich, Klausi. Moin. Herzlich willkommen im Stream. Wie geht's dir? Mario, danke für dein Follow. Schön, dass du da bist. Schön, dass dir der Stream gefällt. Ja, guck dich das an. Hier ist nämlich alles chemisch verseucht. Die nächsten 2 Minuten, das frisst sich durch alles durch. Hat er ja auch wieder alles hochgezogen. Er ist dabei, er ist dabei. Ja. Okay. Unsere Abwehr hier, die hält. Lecker, bis zum letzten Tropfen. Hier haben wir sogar noch eine Öli, die wir erobern könnten. Okay. Will jemand mit? Ist immer noch verseucht. Na gut, es tut aber auch seine Einheiten zerstören. Holen wir ein paar Humphys mit raus. Und ein paar Auroras. Wir durchbrechen die Schallmauer. Avionics-Systeme online. Ziel erfasst. Überschallflugzeug. Bomben ausklinken. Atmen Sie vor dem nächsten Angriff nochmal tief durch. Sehr gut. Wir werden den nämlich von oben angreifen. Von oben links. Einheit verloren. Werden wir angreifen. Das ist das Klügste, was wir machen können. Seine Armeen wehren wir hier sehr, sehr solide ab. Scud-Werfer. Oh, oh, oh. Abgeblockt. Sehr schön. Jetzt nehmen wir ein Aurora-Bomber und unsere Partikelkanone. Partikelkanone bereit. Partikelkanone aktiviert. Wir fräsen hier richtig schön durch den Scud-Sturm. Gleich geht's weiter. Jawohl, Tim, danke schön für den Ratschlag. Mache ich sofort. Einheit verloren. Und Brutzel, Brutzel, Brutzel. Yo, mit einer Partikelkanone und einem Aurora kannst du den Scud-Sturm eliminieren. Easy. Und wir nehmen hier jetzt Spähdrohne. Suche feindliche Flugeinheiten. Spähdrohne. Kampfdrohnen, Kampfdrohnen. Und Hellfire-Drohnen. Hier ist Platz für 5. Unsere Humphys werden jetzt erstmal besetzt. Sie wollen die Chemiewaffen. Von mir aus. An irgendwas müssen sie ja sterben. Jemand mit? Und jetzt hauen wir. Na, das reicht hier. Das Spectre setzen wir hier rauf. Hier kommt unser Warzenschweinangriff rauf. Und die Mutter aller Bomben. Aber erst in 5 Sekunden.
Einheit verloren. Hat nicht mehr gereicht, okay. Jetzt die Mutter aller Bomben. Jetzt brauchen wir noch Aurora für den Scud-Sturm, der gebaut wird. Das brauche ich sowieso nicht. Bronz! Hohohoho! Was für ein Feuerball! Und den Aurora haben wir auch rausgenommen. Fantastisch. Sehr gut. Komm, setz dich mal hinter das Steuer. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, seht ihr gerade so ein bisschen. Kommt, erster Gang und Bleifuß. Rein da. Los, 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 los. Sehr gut, in Bewegung bleiben. Wollen Sie mich angreifen oder haben Sie Angst vor dem, was Sie in meiner Basis finden können? Ich kenne keine Angst. Rein da. Das sieht doch schon mal sehr, sehr gut aus. Und hier blockieren wir jetzt, ne? Machen folgendes. Komm, rein da mit dir. Oh, wir haben 45.000 Ocken. Wir sind reich, wir schwimmen in Geld. Hammer. Wie du dich bewegst mit deinem Outfit. Hammer. Soll ich vorausgehen? Habe ich mir schon gedacht. Überall Sprengfallen. Ah, da werden wir nicht reinlaufen, keine Sorge. General Ricky, meine Waffen der ist kein Kraut regelt gewachsen, das. General. Kannst alle Einheiten gleich schnell fahren lassen. Wie meinst du das? Indem ich die hier so nehme? So hier? Was meinst du mit bewachen? So, wir setzen hier nämlich gleich ein paar Raketenmänner rein. Den Turm machen wir voll. Da passen 10 Stück rein. Mach Raketenwerfer für die Aurora, dann kannst du öfters angreifen. Raketenabwehr. Jawohl. Upgrade machen wir. Dankeschön, Klausi. Gut aufgepasst. Neues Bauprojekt. Merke, ihr sind richtige Command & Conquer Generals, Veteranen am Start. Gefällt mir. Ihr könnt euch drauf freuen. Wir spielen nämlich auch die Kampagnen komplett auf schwer. Da könnt ihr dann auch mitfiebern live im Stream. Das wird bombastisch. Partikelkanone bereit. Oh, das ist natürlich auch sehr, sehr schmackhaft. Partikelkanone aktiviert. Rein in die Waffenfabrik, die nehmen wir noch mit. Was jawohl, haben Sie Strike. Chemikalien? Wissen Sie nicht, was heutzutage im Essen ist? Raketensoldaten und Sniper mit rein. Und du kommst mit Blendgranaten noch mit rein. Lautlos, aber verheerend. Können wir nämlich unsere Armee hier schon mal abziehen? Zwei Laser Crusader lassen wir noch stehen. Sollte dann aber erstmal reichen. Sehr schön. Passt, wackelt und hat Luft. Jetzt gehen wir auf 20% mehr Schaden. So ist's recht. Entspannen Sie sich. Warten Sie, bis meine Medizin wirkt. Das stimmt, Klausi. Wenn ich protzen will, hole ich einfach alle Upgrades. Ja. Da können wir auch noch ein paar Comanches bauen. Na sicher. So, unser Colonel, der wartet auf einen Auftrag. Den bekommt er jetzt. Zack, Bude ist voll. Jetzt wird's kuschelig. Die Anspannung bringt sie um. Ey Mario, spiel doch wieder Generals. Wir spielen auch öfters Mehrspielerrunden. Kannst auch lieben gerne mitspielen, wenn wir Command & Conquer Generals im Mehrspieler zocken. Sehr herzlich eingeladen dazu. So, Vorsicht, Sprengfalle.
Sehr, sehr gefährlich. Ist ja so ein richtiger Todespfad. Hier ist Platz für 5. Ziel tief durchatmen, General. Oh, Colonel, komm mal her hier. Zeig mal, was du drauf hast. Wie Sie wünschen. Auf in den Kampf. HSVler, vielen, vielen Dank fürs Teilen dieses Livestreams. Dankeschön. Sonic, auch an dich. Vielen, vielen Dank, dass ihr den Livestream mit euren Freunden teilt. Liebe geht raus. Ich schmeiß für euch gleich noch eine Wundertüte rein und eine Kiste. Und jeder, der dann eine Münze rausholt, kann sehr, sehr gerne... Desto geringer sind ihre Chancen. Kann sehr, sehr gerne ein Teamherz da lassen. Würde ich mich sehr freuen. Wir rücken weiter vor. Noch mehr Sprengfallen. Wahnsinn. Oh, Vorsicht. Tauschen dich erstmal aus, Brudi. Komm zurück. Partikelkanone bereit. Die nehmen wir erstmal raus. Partikelkanone. Partikelkanone aktiviert. Lassen wir hier einfach mal durchfräsen. Unsere warzen Schweinis nehmen wir dafür. Wenn sich die Säure durch ihre Cyborgs frisst, bin ich zufrieden. Strike. Sehr schön. Die Artillerievorposten haben wir auch niedergerungen. Und jetzt kommen unsere warzen Schweinis. Strike. Verloren. Oh, wir haben noch was, wir haben noch was. Guck mal. Wie gefällt denn dir das hier? Vielleicht nicht so stylisch wie deine Antragsbombe, aber ist ein schöner, großer Feuerball. Schau mal. Hier ist Platz für 5. Wir rücken vor. Es geht los. Säure. Es gibt nichts Schöneres. Auch noch mal kurz warten. Unsere Auroras, was macht ihr hier Schönes? Rekalibriere. Oh, ihr wehrt ab, super, ja, vorbildlich. Roger. Komm, bewacht mal hier. Ja, Sir. Das Spiel kannst du auf Steam kaufen. Command & Conquer Ultimate Collection. Das ist Command & Conquer Generals, die Stunde 0, was wir hier gerade genießen, so gemeinsam. Bosena, vielen, vielen herzlichen Dank für dein Follow. Riechen Sie das? Nein. Und wir rücken weiter vor. Legen wir los. Wow. Attacke. Vorsicht, die Säure ist sehr, sehr aggressiv zu eurem Kruppstahl. Wir durchbrechen die Schallmauer. Ja, mach mal hier ein bisschen Rabatz. Zielsysteme sind online. Gehen an Leistungsgrenze. Aurora einsatzbereit. Suche feindliche Flugeinheiten. Zielsysteme sind online. Bin unterwegs. Sven und Ponernoob, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Follows auf Twitch. Und ausatmen. Dankeschön, dass ihr auch gleich rübergeht und mich auf Twitch supportet. Das ist natürlich richtig goldig. Ja, Sir. Mittlere Flughöhe. Mittlere Flughöhe. Fliege zum 90. Wir streamen immer Dienstag und Freitag. Also immer. Ja. Und auf TikTok bin ich jetzt erstmal die nächsten 30 Tage. Es ist geplant, jeden Tag um 19 Uhr live zu sein. Also wenn ihr Bock habt, macht euch ein X im Kalender, macht euch ein Reminder rein. Ich bin jeden Abend um 19 Uhr für euch live am Start. Ihr seid herzlich eingeladen. Lecker bis zum letzten Tropfen. Am Dienstag spielen wir immer Alarmstufe Rot 2 Ligaspiele. Da kommentiere ich Liga-Games bei Juris Rache. Oder zocke selber ein paar Runden mit. Und am Freitagabend ist immer unser Kampagnentag. Da spiele ich quasi eine Kampagne auf schwer von Command & Conquer. Derzeit spielen wir die Kampagne von Command & Conquer Generals. Und diesen Freitag geht's los auf schwer mit der China-Kampagne. Also wenn ihr auf Echtzeitstrategie Bock habt, dann bin ich euer Mann. Mittlere Flughöhe.
Kopiesystem okay. Mein Name ist General Ricky. Schön, dass ihr da seid. Salut, Rekrut. Atmen Sie vor dem nächsten Angriff nochmal tief durch. Achtung, jetzt wird's richtig stinkig. Partikelkanone bereit. Halte die Luft an. Chemiefabrik unter Beschuss. Und? Boah, hier riecht's. Jawohl, Klausi, das stimmt. Bei unserem Commander Cutter gibt es natürlich auch Ligaspiele und so weiter. Das ist vollkommen korrekt. Wir haben ein Problem mit unseren Chemiewaffen, General. Gleich geht's weiter. Muss man mal schauen, wie wir am besten das Promo-technisch hier abwickeln auf TikTok. Ist nämlich ein bisschen schwierig, weil auf TikTok funktionieren keinerlei Links im Chat. Man kann eigentlich niemanden verlinken, man kann auch niemanden hosten, man kann niemanden raiden auf TikTok. Das ist noch ein bisschen schwierig, hier so richtig Promo für andere sympathische Streamer zu machen. Haben deine Helis Upgrades? Die haben Upgrade, ja. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Die Feelingsgeschütze sind richtig, richtig gut gegen die. Sie wollen die Chemiewaffen. Die Comanches kannst du upgraden. Das ist hier das Upgrade. Ja sterben. Und wenn du das Upgrade machst, Einheit verloren. Dann können die quasi einmal so einen Raketenschwarm abfeuern. So sieht das aus. Nun, da haben die noch ihre normale Munition und ihr Maschinengewehr natürlich. Mittlere Flughöhe. So, hier machen wir dicht. Streamst du Dienstag und Freitag auf Twitch und TikTok? Jawohl, ich werde dann parallel streamen. Vielleicht werde ich dann auch in ein paar Tagen alle Streams parallel machen. Müssen wir mal schauen. Wir gucken einfach mal, wie sich das Ganze entwickelt. Sie haben meine Experimente gestört. Ich will noch nichts versprechen. Und jetzt gehen wir hier rein. Boah, die haben wir so schnell gekillt. Guck mal, die sind richtig verbuggt. Die sind eingefroren. Schockgefrostet. So, wir haben doch hier bestimmt irgendwo einen Ranger drin sitzen, ne? Zeig dich mal. Kein Ranger dabei? Na gut, raus mit den Ölis. Wir haben 110.000 Rocken, wir brauchen nicht mehr. Irgendwann ist auch genug. Ein paar Comanches hätte ich schon noch Bock drauf. Wollen Sie mich angreifen oder haben Sie Angst vor dem, was Sie in meiner Basis finden könnten? Ich glaube, den Tod finde ich in deiner Basis. Aber ich glaube, dein. Es sieht gerade sehr, sehr schlecht für dich aus, mein Lieber. Aktiviert. Guckt euch an, was hier abgeht. Das ist der absolute Wahnsinn. Mega. Gegen meine Waffen ist kein Kraut gewachsen, General. Jawohl, Klausi, habe ich im Visier. Dankeschön für den Hinweis. Sehr aufmerksam. Oh, guck mal, die haben unsere Comanches runtergeballert. Sag mal, du wirst nochmal frech um die Uhrzeit. Komm, da holen wir noch ein paar Auroras raus. Einheit verloren. Rein hier. Wir greifen an. Einheit verloren. Komm, vorrücken. Nicht im Entengang. Breit aufstellen. Komm, Kommandozentrale raus. Wie soll ich Ihnen Ihre Medizin bringen, wenn Sie meine Fahrzeuge zerstören? Sehr gut. Legen wir das Feelingsgeschütz vor. Fantastisch. Tja, Dr. Trax. General Ricky hat dich dominiert, würde ich sagen. Sieht nicht gut aus für dich. Hausputz, los geht's. Einheit verloren.
Und wir räumen jetzt richtig auf. Es ist das erste Mal, dass ich einen deutschen General-Stream sehe. Geil! Oma Khan, grüß dich! Aber verheerend. Herzlich willkommen im Stream, schön, dass du hergefunden hast. Einheit verloren. Samet, grüß dich. Welches Spiel ist das? Command and Conquer Generals, die Stunde 0. Und wir spielen es komplett ungeschnitten. Also 100% uncut spielen wir dieses Game. Ich habe mich damals persönlich rangesetzt und ein 100% Uncut-Patch für Generäle gemacht und für Stunde 0. Ihr könnt euch die Uncut-Patches von mir runterladen, komplett kostenlos. Einfach mal auf Google eingeben. Bald haue ich es auch auf unsere Webseite rauf, die Download-Links. Dann könnt ihr euch das runterladen und auch in den Genuss der ungeschnittenen Versionen kommen. So ist's recht. Entspannen Sie sich. Warten Sie, bis meine Medizin wirkt. Achtung, Sprengfass. Einheit verloren. Bin unterwegs. Sammelpunkt besteht. Energiesysteme aktivieren. Lasergeschütz, Feuer. Auch wenn Sie mich schlagen, irgendwann kriege ich Sie. Spielt eigentlich jemand von euch Command & Conquer Alarmstufe Rot 2 derzeit? Oder hat Bock, das wieder anzufangen zu spielen? Denn da spielen wir nämlich Ligaspiele am Dienstag. Jeden Dienstag Alarmstufe Rot 2 Liga Games. Wir machen den Sack zu. Mit 4 Auroras, oder? Mit rein? Mit rein. Die Anspannung bringt sie um. Bringt dich um, mein Lieber. So, wir haben ihn eliminiert. Das war die Mission, die Generalsherausforderung gegen General Dr. Trax. Und ich muss sagen, die war schon recht fordernd, war unangenehm. Gerade am Anfang hier rüber zu kommen, hier einen Stützpunkt reinzubekommen, das hier zurückzuerobern, sich hier ein Standbein aufzubauen, das war gar nicht so einfach. Und er hat trotz klein wirkendem Lager, hat er ordentlich Rabatz gemacht, ne? Zwei, dreimal haben wir den Scud-Sturm reinbekommen, die Anthrax-Bombe ist ständig reingeflogen. Das war schon gar nicht ohne. Aber im Endeffekt hat sich der General Ricky durchgesetzt und wir haben einen epischen Sieg errungen. Partikelkanone aktiviert. GG in den Chat. Kein GG? Weil du hier oben versuchst, eine Bude zu bauen. Sag mal. Du hast mir mein Momentum hast du mir zerstört. So ein Lump, hä? Also. Chichi. Sie haben gewonnen. Yippie, danke für eure Chichis. Ich habe mein Generalspatent nicht im Lotto gewonnen. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Chichis. So, mein Lieben, ich hau euch jetzt noch eine Wundertüte rein. Kleinen Moment. Da könnt ihr euch ein paar Münzen rausholen. Und jeder, der noch keine Münze hat. Da machen wir nämlich Wundertüten. Eine 20er Wundertüte mit 20 Münzen drin für 20 Zuschauer. So, läuft, bitteschön. Könnt ihr sehr, sehr gerne alle mitmachen. Und wir machen jetzt 3 Minuten Pause. Kurze Pinkelpause. Ich bin in 3 Minuten wieder da. Bis gleich. Die Spannung steigt. Erst geht es nach oben und dann geht es bergab. Sehr schön. Jetzt nehmen wir die hier unten raus. Dreimal befördert mit 1 HP. Ah, ich komme nicht bis da runter. Sehr gut, Boris.
Wir müssen dafür sorgen, dass er sich nicht umsonst geopfert hat. Einheit verloren. Okay. Ey, diese kleinen Bunker hier, die habe ich komplett übersehen, ne? Klar, die haben vor uns schon mal geschossen vor ein, zwei Minuten, ne? Jetzt ist der Bruder von Baby Blocksberg wirklich gefallen. Ja? Ende der Storyline, ihr wisst jetzt Bescheid. Diese kleinen Bunker. So unauffällig. Was sehe ich denn hier? Ein Apokalypse-Panzer. Chronosphäre. Chronosphäre bereit. Aha. Und was haben wir hier? Wasser. Probieren wir mal aus. Gluck, 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 gluck. Er konnte nicht schwimmen. Die Chronosphäre ist bereit. Der Cooldown ist vorbei, meine Lieben. Wisst ihr, was das heißt? Finish him. Let's fight. Kämpft. Jetzt geht's los. Beide wissen, okay. Jetzt wird geschwitzt. Und dann kommt die Chronosphäre mit dem Prisma-Panzer direkt rein in die Basis vom Ryder. Und Ryder bekommt's noch gar nicht mit. Der schmiedet gerade noch das Eisen. Er denkt sich noch, ach warte mal, Cooldown vorbei, dann könnte ich ja langsam mal angreifen. Aber sein ganzer Stützpunkt ist hier schon fast weggebrutzelt. Was für ein grandioser Angriff vom Installateur. Wow. Tja, das sieht echt nicht gut aus jetzt, muss ich mal sagen. Damen und Herren, das hier ist mein Anti-Tanja-Bauhof. So sieht er aus, er ist umzingelt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 Bunker. Ja, für alle, die das mal interessiert hat, das ist der Anti-Tanja-Bauhof. Herzlich willkommen bei Ricky. Die Spannung steigt. Erst geht es nach oben und dann geht es bergab. So, meine Lieben. Ich bin wieder back. 10 V3-Raketenwerfer gegen 5 Kraftwerke. 1, 2, 3, 4, 5. Herzlich willkommen zurück. So. Ich hoffe, ihr habt die kurze Pause genossen, habt euch wieder was zu trinken beschafft oder auch zu trinken weggebracht. Patrick, vielen, vielen Dank für 3 Rosen und Giselle, vielen Dank für das GG. Ali, dankeschön für 4 Rosen. Ich danke euch vom Herzen für eure Unterstützung. Ganz, ganz lieb von euch. So, wir machen direkt mal ein neues Rosenziel rein, 25 Stück. Wundertüte, habt ihr auch alle teilgenommen. Ich schmeiß noch eine Schatztruhe raus. Ich schmeiß eine Schatztruhe raus mit 20 Münzen. Könnt ihr dann, wenn die Schatztruhe aufgeht in 3 Minuten, könnt ihr euch eine Münze rausholen, ja? Und wenn ihr Lust habt, mit der gewonnenen Münze, die ihr quasi kostenlos erhalten habt, könnt ihr dann gerne ein Teamherz hier dalassen. Das würde mich riesig freuen. Wer ist der nächste General, der sich uns stellen will? Los geht's. Ihre Basis ist bald nur noch verstrahlt. Wir müssen den Sektor sichern. Liegt alles in Schutt und Asche. Der Atomwaffengeneral. Wir haben Sie erwartet, General. Und wir haben Geschenke für Sie. Wow. Noch mehr Geschenke, General. Wir sind sehr großzügig.
Ach du Schande. So, General, jetzt verstehen Sie bestimmt, warum ich King Nook genannt werde. King Nook, Geschenke sind immer gut, schreibt Fähchen. So gut sind die Geschenke jetzt nicht. Ernst. Sind Sie bereit für die Schlacht, General? Ich bin bereit, los geht's. Hier haben wir einen Ölförderturm. Da haben wir einen Ölförderturm, okay. Also ich weiß, dass General Tau ein richtig böser General ist. Er hört sich zwar freundlich an, du denkst, jo, er lädt dich zum Kaffee ein, aber nee, nee, nee. Ihr habt ja gesehen, was mit unseren armen Panzern passiert ist. Nix Kaffee. Aus die Maus. Hier haben wir noch eine Öli, okay. Hier ist zu. Hier hätten wir noch was zum Sammeln. Da hat er den Turm schon besetzt. Und hier ist alles offen, okay. Keine Sorge, General. Die Gefechtsköpfe sind unterwegs. Sie müssten eigentlich hier zumachen. Boah, das ist zu großflächig. Ich versuche uns jetzt mal ein bisschen breiter aufzustellen. Das werden wir ganz bewusst so machen. Es wäre natürlich optimal, hier oben haben wir sogar noch was zum Sammeln. Ein Bömpchen in Ehren. Ein Bömpchen in Ehren. Und wie er sich freut. Wie der Schneekönig. Okay. Und ihr wisst, mein Ziel ist es, jede Mission im First Try zu gewinnen. Im ersten Versuch müssen wir es schaffen. Denkt ihr, wir schaffen diesen General hier im ersten Versuch zu bezwingen? Timbo, grüß dich. Geh auf Partikelkanonen und alles ist gut. Wir spielen normalerweise immer alles auf schwer. Doch da es mein erster TikTok-Livestream ist und ich ein bisschen mehr auf den Twitch und ich ein bisschen mehr auf den Chat achten wollte, habe ich mich entschieden, dass wir heute erstmal... Mich halten Sie trotzdem nicht auf. Sei doch mal ruhig jetzt. Habe ich mich entschieden, dass wir heute erstmal auf normal beginnen. Aber in Kürze werden wir ja alles auch auf schwer durchziehen wieder. Seid gespannt, freut euch drauf. Wird mega. Auf Partikelkanonen. Na, wir können es versuchen. Ich weiß, auf was ihr abzielt, weil die Partikelkanonen nur 4 Minuten Cooldown haben, ne? Ja, ja. Das ist schon gar keine schlechte Idee. Muss etwas repariert werden? Ich bin beschäftigt. Wir brauchen allerdings auch viele mobile Einheiten, weil gegen die Nukleargeschütze, da helfen unsere Laserabwehrtürme gar nichts. Wenn Sie den Bohrturm erobern, muss ich ihn leider zerstören, General. Nee, 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 nee. Natürlich schaffst du das. Dankeschön, André. Kann sein, dass ich mich verspäte. Ich sammle noch meine Truppen. Neues Bauprojekt. Sonst noch Nukleargeschütze sind nämlich die einzige Fernwaffeneinheit, die solch eine Durchschlagskraft hat, die du nicht abwehren kannst mit Avengers oder ähnlichen. Das ist das Fiese an diesen Nuke-Geschützen. Das ist super fies. Gebäude erobert, Sir. Endlich fertig. Ja. So, eure Wundertüte ist geöffnet. Viel Spaß mit den Münzen. Ihr wurdet reichlich beschenkt. Und die Schatzkiste könnt ihr auch aufmachen. Einfach auf die Schatzkiste gehen und dann aufmachen. Da sind auch ein paar Münzen für euch drin. Muss etwas repariert werden? Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mit den gewonnenen Münzen sehr, sehr gerne... Waren, General? Sie verlieren diesen Krieg, General. Noch ein paar Bomben und sie sind erledigt. Sehr, sehr gerne ein Teamherz da lassen. So, was hast denn du hier alles? 2 Atomraketen. Sehr gut. Okay. Mix hat er auch. Ganz viele Overlords. Nuklearmaus. Ein drittes Raketensilo. 4 Raketensilos. 5 Raketensilos. Und wir wissen nicht, welche aktiv sind. Okay, es geht langsam los. I see, I see. Bald die Action beginnt. Ihr Stützpunkt wie die Sonne. Noch mehr Ressourcen. Wie finanzieren Sie eigentlich Ihre Armee, General? Oh ja.
Vorsichtig! Anschnallen. Was gibt's zu tun? Okay. Fröhliche Kernschmelze, General. Guter Untergrund. Endlich fertig. Ja, wir versuchen es. Wir bauen noch einen Bulldozer. Wir gehen jetzt hier erstmal auf Reichweite. Haben Sie keinen Strom mehr, General? Soll ich Ihnen ein paar Tonnen Atomkraft schicken? Brauchen wir Energie, was aber wollen Sie dagegen schnell unternehmen, General? Bei der Arbeit. Und wir brauchen natürlich am besten ein Flugfeld und ein paar Auroras. Guter Untergrund. Also unser theoretisches Ziel besteht darin, dass keine einzige Atomrakete in unseren Stützpunkt landet. Das wäre natürlich der Optimalfall, ne? Susi und Lotzerich, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Follows. Schön, dass euch der Stream gefällt. Dankeschön. Ihre Waffen sind nichts gegen meine Macht. Schön, dass ihr da seid. Okay, ein paar Sniper brauchen wir auch noch. Alles klar. Geh an die Arbeit. Abwurfzonen wäre natürlich auch nicht verkehrt fürs Late Game. Das wird schon. Es kann losgehen. Endlich fertig. Made in USA. Wir holen direkt mal ein Aurora mit raus. Einheit verloren. Schmelzen. Alles muss schmelzen. Tobi, grüß dich. Hallo, ich habe mich auch mal bei TikTok angemeldet. Anti-Strahlungsanzug übergeworfen. Tobi, ey, mega geil. Der Tobbits85 ist ein Stammzuschauer auf Twitch, weil ich sonst immer sehr viel auch auf Twitch live bin. Und der hat heute zum ersten Mal sich TikTok für mich eingerichtet und sich hier angemeldet. Dankeschön, Tobi. Das bedeutet mir wirklich sehr, sehr viel. Vielen, vielen herzlichen Dank. Dieses herrliche Leuchten. Sehen Sie es, General? Schön, dass du da bist. Mega. So. Also bisher sieht es ganz gut aus. Unsere Partikelkanonen sind schneller vom Cooldown. Das ist echt Gold wert. Wenn wir das gleich klug anstellen, dann können wir das schaffen. Ist natürlich die Frage, welches Atomraketen-Silo als erstes da war. Das weiß ich gerade gar nicht. Muss mal testen. Was sind deine Tipps für eine gute Verteidigung im Early Game? Also ganz klar, Flying Hunter, danke für die Frage. Ganz klar, erstmal ein paar Truppen. Ne? Es ist super wichtig, dass du mobil bist, auch im Early Game. Ein paar Humphys am besten, auch gerne ein paar Fußtruppen, ein paar Ranger, ein paar Raketensoldaten, damit du mobil bist. Ja, auch wenn dich der Gegner so ein bisschen umfährt und so weiter, kannst du reagieren, kannst dir Zeit verschaffen. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Wir brauchen ein paar Sniper. Und ansonsten natürlich auch so ein paar Abwehrstellungen. Was sich auch gut macht, wenn du jetzt sagst, ich habe einen Gegner, der mich rushen will, der mich schnell angreift, dann bau den Stützpunkt nicht so groß wie ich. Ich habe den jetzt extra groß gebaut, überdimensional. Der Anfang vom Ende. Aber umso kleiner du deinen Stützpunkt hältst, desto besser kannst du den mit wenig Abwehrstellungen verteidigen. Na klar, für Superwaffen nicht so gut geeignet dann, ne, wenn die reinkommen. Ist schlecht, aber du redest da hier vom Early Game. Einen Nachschlag, General? So, jetzt das Gerüst. Also das wären so meine Tipps. Ansonsten, wenn du gegen einen Wahnsinnigen mit Atomraketen spielst, richtig schön breit deinen Stützpunkt aufziehen, so wie ich sie jetzt gerade mache. Bald leuchtet ihr Stützpunkt wie die Sonne. Wir werden auch wieder Alarmstufe Rot Remastered spielen, wenn die neue Season anfängt. Und da werden wir da mal ein bisschen Ranked machen. Und da zeige ich euch mal, wie das da abgehen kann bei Command & Conquer Remastered Collection Alarmstufe Rot. Das werden ganz viele von euch noch gar nicht erlebt haben, wie das bei Ranked läuft im Multiplayer. Raus aus meinem Stützpunkt, General. Das ist Ihre letzte Chance. Weil da hast du so unglaublich schnelle Runden. Da hast du richtige Rush-Games, Flying Hunter. Da kannst du dich drauf freuen. Das ist nochmal ein ganz anderes Gameplay als das, was du hier jetzt siehst. So.
Wir durchbrechen die Schallmauer. Ihr müsst mich ab und zu mal erinnern, wenn ich hier vergesse, eine Atomrakete rauszunehmen. Dann wäre ich euch sehr dankbar. Partikelkanone aktiviert. Nicht, dass die reinkommt. Weg von meinem Silo. Ist das die Atomrakete General. Mit 3 Minuten? Ihre Waffen sind nichts gegen meine Macht. Ist das die richtige? Verschwinden Sie, General. Oder soll ich meine Gefechtsköpfe zünden? Nein, meine Nein, es war die falsche. Meine schönen Gefechtsköpfe. Es war die falsche Atomrakete. Ah, schade. Setzt du am Anfang eher auf Infanterie oder Panzer? Ich sag's dir ganz ehrlich, das ist situationsabhängig. Gegen welchen General du spielst, Flying Hunter? Na? Schmelzen. Alles muss schmelzen. Du scoutest ja auch. Und beim Scouten siehst du ja schon, was der Gegner macht, was dich erwartet. Und wenn du feststellst, dass der auf Infanteristen geht, da wären natürlich Humvees sehr gut, ne? Wenn der einen Infanterie-Rush machen möchte. Wenn du siehst, dass der auf Panzer geht, müsstest du natürlich Schere, Stein, Papier-mäßig was bauen, um seinen Panzerangriff abzuwehren. Also ich würde wirklich sagen, das ist situationsabhängig. Würde ich nicht pauschalisieren. Dieses Leuchten, dieses herrliche Leuchten. Sehen Sie es, General? Ich sehe es. Meine Augen, die leuchten. Wir durchbrechen die Schallmauer. Wir sind nicht zu orten. Bitte bauen Sie mehr Panzer, General. Sie verglühen so schön. Bin dabei. Keine Sorge. Aber erstmal brauchen wir ein paar Kundschafter. Einheit verloren. Ja, wir wehren bisher solide ab. Wir haben uns echt gut aufgestellt. Gefällt Ihnen mein Dorf, General? Fühlen Sie sich wie zu Hause. Willkommen im nuklearen Winter, General. Zielkoordinaten eingeben. Jo, jetzt kommt er mit seinen Nukleargeschützen. Jetzt muss man theoretisch hier noch ein bisschen mehr mit Aurora-Bombern oder Raptors spielen. Das wäre sehr, sehr wichtig. Am besten noch ein zweites Flugfeld hochziehen. Denn das ist besser, als hier ständig immer eine Atomgranate auf den Müschel zu bekommen. Verstärken mal die rechte Seite. Ihr Ende ist nah, General. So. Oh, was sehe ich denn da? 30 Sekunden nur noch die Atomrakete. Wir haben nur noch 30 Sekunden Zeit. Jetzt müssen wir uns aber ganz, ganz schnell sputen. Partikelkanone 20 aktiviert. Sekunden. Komm, 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 komm. Mach Damage, mach Damage, mach Damage. Finger weg von 15. meinen Vorräten, General. Das ist nur der Anfang, General. 10 Sekunden der Anfang noch. Anfang vom Ende. Boah. Das war close. Warum habt ihr mich nicht erinnert, hey? Ihr müsst aufpassen. Einheit verloren. Ihr spielt auch mit, meine Lieben. Ihr spielt auch mit. Puff. Das war knapp. So, gibt es eine Bauliste? Eine Bauliste, wie ich baue? Nach dem Schema F baue ich nicht, nee. Also ich bin wirklich ein großer Fan davon, situationsabhängig zu bauen. Bald leuchtet Ihr Stützpunkt wie die Sonne. Ich kenne Ihre Schwächen, General. Sie können mich nicht aufhalten. Und bei Command & Conquer Generals oder auch Stunde 0, besser noch Stunde 0, ist das mit den verschiedenen Generälen ja auch so eine Sache. Na? Also du musst wirklich sehr, sehr viele Taktiken und strategische Pläne entwickeln, um da bei jedem General bestmöglich zu reagieren. Und dann ist auch noch die Frage, wer ist denn dein Gegner? Wie spielt dein Gegner den General? Partikelkanone bereit. Weil es natürlich viele Wege gibt. Also Command & Conquer Generals ist sehr, sehr strategisch, wenn du es richtig spielen willst, richtig spielen kannst. Dann hast du hier super viele strategische Möglichkeiten. Das ist ganz klar. Ansonsten eine grobe Orientierung natürlich zum Spielstart. Versuchen richtig schön auf Ökonomie zu gehen. Soll ich Ihnen mein Atomwaffenarsenal zeigen? Ihre Waffen sind nichts gegen meine Macht. So, wie wir es hier schon gemacht haben. Weil... Upgrade aktiviert. Du natürlich viele, viele Einheiten brauchst, ne? Wir machen erstmal unsere Flugzeug-Upgrades. Holen nochmal ein paar Command-Gs raus. Zielkoordinaten eingeben. Wir brauchen definitiv ein paar Avengers. Keine Ressourcen mehr. Tja, ein Krieg ist verdammt teuer, General.
greifen unsere Basis an. Sehr, sehr schön, klasse. Rückzug, unsere Sniper müssen wir clever verteilen. Wenn die stillstehen, sind die getarnt. Einheit verloren. Dann müsste man die so hinstellen, dass die keine Aurora-Bombe auf den Mischel bekommen. Hier so beim Berg wäre es gut, so seitlich kann er die dann raussnipen. Das gibt's doch nicht. Geben Sie mir ein paar Sekunden, damit ich wieder aufrüsten kann. Ja, na klar. Dieses Leuchten, dieses herrliche Leuchten. Sehen Sie es, General? Sehr schön rausgesniped. Ich sehe. Nehmen wir mal unser Warzenschwein für das Artilleriegeschütz. Mehrere Gebäude in Auftrag geben. Ja. Wenn die, wenn deine Ressourcen das zulassen, definitiv parallel bauen. Absolut. Ich fand das früher immer geil, wie die Generäle reagieren, auch wenn man kein Geld hat. Es ist wirklich cool. Mir gefallen die Generalsherausforderungen. Wollen Sie denn in meinem Stützpunkt bleiben, General? Soll ich Ihnen mein Zimmer besorgen? Habt ihr auch Bock, die Kampagnen bei mir anzuschauen auf Schwer? Schreibt mal eine 1 in den Chat. Wer auch Bock auf die Kampagnen hat. Einheit verloren. Wenn euch der Stream gefällt, tippt gerne mal ein bisschen auf den Bildschirm, lasst gerne ein paar Likes da. Wenn ihr noch Kumpels habt, wo ihr sagt, ey Mensch, den könnte dieser Stream auch gefallen. Mein Kumpel Henry zum Beispiel. Könnt ihr auch sehr, sehr gerne den Livestream teilen. Lasst gerne ein Follow da, wenn ihr möchtet. Ich bin jetzt, jeden Tag bin ich um 19 Uhr live auf TikTok für euch. Jeden Tag bin ich 19 Uhr live. Ich mache nämlich eine kleine Livestream-Challenge. Die nächsten 30 Tage. Dann wollen wir mal schauen, ob ihr Bock auf den Ricky habt. Wollen wir mal gucken. Bin gespannt. Wir haben nämlich nichts mehr zum Sammeln. Wir sorgen für Nachschub. Das haben ist wir nur der irgendwo Anfang, der Anfang vom Ende. Noch ein Nachschublager. Hier könnten wir noch ein paar Ressourcen ergattern. Ja, das wäre gar nicht schlecht. Irgendjemand muss das Wettrüsten gewinnen, sonst wäre es doch langweilig. Glückwunsch, General. Sie wurden befördert. Einheit verloren. Einfach mal die Bahn frei für unsere Chinook. Wer hat das angeordnet? Ich habe die Ware. Alles klar. Versorgung unterwegs. Alles geprüft. Mal schauen, ob das hinhaut, ob die auch wieder heil nach Hause kommen. Bald leuchtet ihr Stützpunkt wie die Sonne. Jawohl, wir spielen gerade General ist die Stunde 0 komplett ungeschnitten, mein Lieber. Einheit verloren. Alles klar. Ich wollte schon sagen, wo ist denn der Vierte hingeflogen? Kommt, schön fleißig sammeln. Nicht scheu sein. Wir brauchen mehr Kohle. Bestes C&C ever, sehe ich genauso. Yes. Was wollen Sie dagegen unternehmen, General? Einheit verloren. Oh. Zielsysteme sind online. Oh, oh, oh. Jetzt müssen wir aufpassen. Die kommen hier nämlich langsam rein. Allzeit bereit. Das ist jetzt sehr, sehr schlecht. Das geht nicht. Panzer bereit. Panzer, alles klar. Ziel und ranfahren. Ranfahren, ranfahren, ranfahren. Sehr gut, wir brauchen neue Einheiten. Wir brauchen ein paar Laser Crusader und ein paar Avengers. Ihre Waffen sind nichts gegen meine Macht. Hier haben wir noch ein paar Reserveeinheiten. Stellen die erstmal hier auf, bevor wir unsere Energie wieder, unsere Abwehrstellung wieder aufbauen. Ein bisschen Abwehr ist schon gar nicht verkehrt. Besorgen Sie sich schon mal Bleiunterwäsche. Bleiunterwäsche? Okay, habe ich auch noch nie gehört. Ist sehr guter Spruch. Wir gehen jetzt erstmal ein bisschen auf seine Energie. Lesen uns hier durch. Schmelzen. Alles muss schmelzen. Partikelkanone bereit. Sehr gut. Einheit verloren. Ziehen einmal komplett eine Schneise der Verwüstung rüber. Und der Schraubstock dreht Warum sich zerstören zu. Warum Sie meine Kasernen, General? Meine Cyborgs haben Ihnen nichts getan. Ja, die gefallen mir nicht. Eine Kaserne. Ich mag meinen lieber. Leuchten, dieses herrliche Leuchten. Sehr Sehen Sie schön. Das, General? Das Raketensilo nehmen wir auch raus. Gibt's das im Multiplayer? Jawohl, Danny, das gibt's auch im Multiplayer, mein Lieber. Wir spielen das regelmäßig im Mehrspieler zusammen.
machen da Free for All, machen 2 vs 2, machen 1 vs 1, alles drum und dran. Wenn ihr Fragen habt zur Einrichtung, könnt ihr mir sehr, sehr gerne auf Discord schreiben. Hey, wissen Sie eigentlich, was so ein Silo kostet? Einfach auf mein Profil gehen, in den Linktree rein. Wen die Kampagnen interessieren, wer sagt, ey Mensch, Ricky, wenn du nicht live bist, will ich trotzdem von dir Content konsumieren. Ihr könnt sehr gerne meinen YouTube-Kanal abonnieren. Da gibt es jeden Tag mindestens ein Video. Da lade ich auch teilweise Livestream-Aufzeichnungen hoch. Da gibt es verschiedene Kampagnen. Command & Conquer, Alarmstufe Rot Remastered auf Schwer. Juris Rache auf Schwer. Alarmstufe Rot 2 auf Schwer. Und derzeit drehen wir Generals auf Schwer ab. Also wer darauf Bock hat, einfach auf mein Profil gehen, auf YouTube oder auf meinen Linktree. Da findet ihr alles, was das Herz begehrt. Hier oben haben wir noch ein schönes Lager. Können wir uns eigentlich noch ein bisschen ausbreiten, würde ich sagen. Was erwartet uns denn hier oben? Und ich spiele alle Kampagnen komplett auf Schwer. Na, pro Bulldozer ein Gebäude. Du kannst natürlich mit einem Bulldozer auch mehrere Gebäude hinstellen, ne? So hier. Dann sagst du wieder woanders hinbewegen. Noch ein Gebäude. Noch ein Gebäude. Und du kannst natürlich nur eins gleichzeitig bauen, ne? Das ist ganz klar. Und du nimmst dann eben den zweiten und den dritten. Keine Sorge, General. Die Gefechtsköpfe sind unterwegs. Will jemand mit? Hier ist Platz für 5. Ja, das macht Zielkoordinaten eingeben. Wir setzen den hier schon ordentlich unter Druck. Guckt euch das mal an. Bald leuchtet ihr Stützpunkt wie die Sonne. Herr Wilma, danke schön für dein Follow. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Stream. Vorsicht, der ballert. Autsch! Schnell hoch. Da kannst du nicht mehr schießen, wir sind zu nah, ne? Was wollen Sie dagegen unternehmen, General? Oben erobern wir das Ganze jetzt. Können wir gleich einen nehmen. Hier setzen wir natürlich gleich noch einen Sammelpunkt hin. Könnt ihr schon mal absammeln? So. Alles schön bewachen. Die Aurora sind der beste Schutz vor den Nukleargeschützen. Sag ich euch so, wie es ist. Ihre Waffen sind nichts gegen meine Macht. So, jetzt können wir hier ein bisschen ruhiger spielen. Was meinst du? Was gibt's zu tun? Du nimmst einen Bulldozer, sagst zum Beispiel hier ein Gebäude hinstellen. Jetzt ist der Bulldozer weiterhin angeklickt. Und du kannst den ja jetzt woanders hinbewegen. Und dann steht quasi das Gerüst da. Alles muss schmelzen. Und so. Kannst auch wieder wegbewegen und dann kannst du sagen, bau erst diese Bude, kannst den anderen nehmen, diese hier bauen. Und so kannst du das eigentlich ganz gut aufteilen, das Ganze. Versuch das mal in der Praxis, das bekommst du auch hin. Keine Sorge. Ja, und wenn ihr das auch selber spielen wollt, meine Lieben, sagt mir einfach Bescheid, ich helfe euch bei der Einrichtung. Wenn es sein muss, schalte ich mich auch auf euren Rechner rauf und richte euch das ein, komplett ungeschnitten, in Full HD oder auch in 4K. Ihr könnt das mit Windows 10 spielen, mit Windows 11 spielen, auf jedem modernen System. Partikelkanone aktiviert. Achtung, jetzt wird's laut. Und. Ja, ich seh's leuchten. Mhm. Aber ganz, ganz hell. Willkommen im nuklearen Winter, General. Der herrscht aber bei dir, oder? Der nukleare Winter. Zieh dir mal einen Mantel an. Was haben Sie getan? Meine schönen Panzer, weg! Ja, so schnell kann das gehen. Hast du nicht kommen sehen, ne? Partikelkanone aktiviert. Ich bin der Meister der Partikelkanonen. Bin General Tones. Waren, General?
Guckt euch das an, wie wir eine Schneise der Verwüstung durch seinen Stützpunkt ziehen. Okay, General, es reicht. Mir gehen die Atomraketen aus. Mhm. Sehe ich genauso. Einheit verloren. Nee, das funktioniert nicht, Gammel. Das funktioniert nicht. Zielkoordinaten eingeben. Nähern uns Zielgebiet. Zu Befehl. Ja, Sir. Wege zum neuen Zielgebiet. Panzerabteilung bereit. Zielkoordinaten. Du musst wirklich händig auch ganz schön. Das ist nur der Anfang, General. Ganz schön klicken. Der Anfang vom Ende. Du kannst nicht sagen, dass mein Baufahrzeug, mein Bulldozer jetzt einen ganzen Stützpunkt für mich hochzieht. Das wird leider nichts. Bauen wir mal dezent ein paar mehr Comanches, würde ich sagen. Aber nur ganz dezent. Bald leuchtet ihr Stützpunkt wie die Sonne. So, können wir eigentlich hier schon mal ein bisschen vorrücken. Alles Roger. Ihr gehört mir. Kann man das auf dem Mac spielen? Auf dem Mac kann man das, glaube ich, nicht spielen. Nee, leider nein. Wäre mir neu. Oh, Vorsicht, Gatling-Turm. Guckt euch das mal an, der Gatling-Turm. Ein Gatling-Turm, der holt hier eine ganze Armada an Comanches runter. Problemlos. Wahnsinn. Was wollen Sie dagegen unternehmen, General? Oh, super hell, ne, Tobi? Chris, vielen, vielen herzlichen Dank für die Rosen. Dankeschön für deinen Support. Herzlich willkommen im Stream. Luftunterstützung unterwegs. Crusader-Panzer bereit. Wir sind unterwegs. Oh, hier haben wir auch noch ein Nachschublager. Wahnsinn. Alle Einheiten bereit zum Angriff. Gibt's für Mac im App Store? Das ist aber die Handy-Version, oder? Nichts gegen meine Macht. Wir wollen ja die PC-Version. Komm, die nehmen wir uns vor. Einheit verloren. Oh, die explodieren wie kleine Atombomben. Systeme online. Energiesysteme aktivieren. Wir greifen an, let's go. Alles Roger. Mittlere Flughöhe. Haben die immer noch Strom? Alles muss haben die haben immer noch Strom. Luftunterstützung unterwegs. Wege zum neuen Zielgebiet. Naja, versucht noch frech zu werden. Guckt euch das mal an. Ja, Sir. Wege zum neuen Zielgebiet. Aber nicht mit mir, mein Lieber. Partikelkanone bereit. Komm, den jagen wir hoch hier. Einheit verloren. Oh! Dieses Leuchten, dieses herrliche Leuchten. Sehen Sie es, General? Ja, ich sehe es, ich sehe es. Es ist wirklich herrlich. Wollen Sie meine Atomwaffen sehen? Kein Problem, aber nichts anfassen. Guck dir das mal an. Boah, ist das eine Luftabwehr. Das ist wirklich heftig, wie die Comanches hier runtergeholt werden. Einheit verloren. Unglaublich. Partikelkanone bereit. Willkommen im nuklearen Winter, General. Befehle, General. Pilot der US Air Force. Sehr, sehr cool. Wo habe ich nur die Startcodes hingelegt? Wir haben sie. Erfasse neues Ziel. Das Raketensilo. Komm, komm. Ist das dein erster Tag? Praktikum? Na, ich kenne keine Möglichkeit, mein Lieber. Sie haben meine Atomraketensilos zerstört. Warum, General? Warum? Na ja, du wolltest frech werden, ne? Partikel. Ihr Ende ist nah. Oh! General. Schaut mal. Jetzt hat sich's ausgeheckt. Einheit verloren. Reicht. Feierabend. Wer von euch hätte denn Bock, Command & Conquer Generals mal online zu spielen? Oder Alarmstufe Rot, 1 und 2, Kommandozentrale ist rausgesnackt. Schreibt mal eine 1 in den Chat, wer selber Command & Conquer wieder spielen möchte. Wer heiß wird durch diesen Stream und sagt, ey Mensch, Ricky,
Ich hab Bock, das auch wieder zu spielen. Schreibt mal eine 1 in den Chat. Wir versammeln uns hier. Runter mit den Helix. Na, noch nicht so viele? Okay. Wollen Sie einen Nachschlag, General? Also seid ihr erstmal gerade in den Status. Ich gucke erstmal dem Ricky zu, was er hier für gottgleiche Strategie uns erbietet. Finde ich gut, gefällt mir. Aber mal eine Runde selber spielen macht auch Spaß, glaubt mir. Drücken wir mal weiter vor. Sag mal, wirst du frech? Ist das... Oh, da hast du da zur falschen Zeit den falschen Knopf gedrückt, mein Was Lieber. Was wollen Sie dagegen unternehmen, General? Das ging nach hinten los. Ich fange erstmal mit Alarmstufe Rot 2 an. Alles andere blende ich erstmal aus. Fähchen, mach das. Du bist ja ganz, ganz neu im Echtzeitstrategie-Genre und ich freue mich extremst, dass du dem Ganzen eine Chance gibst. Und ich will auf jeden Fall mit dir spielen, Fähchen. Ich freue mich auf den Tag, wo du Alarmstufe Rot 2 spielst. Komono versus Zauberfee. Das ist das Duell der Giganten. Ihre Waffen sind nichts gegen meine Macht. Erstmal die Fahrzeuge befördern. Ja, schön. Ja, das Problem ist beim Laserwaffengeneral, wir haben keine Tomahawks. Ich liebe ja die Tomahawk-Raketenwerfer, aber der Lasergeneral hat die leider nicht. Deswegen muss man hier ein bisschen was mit Aurora machen. Gerade solche besetzten Gebäude hier oben sind natürlich sonst schwierig. Klar, es gibt noch weitere Möglichkeiten, die leer zu putzen. Alles muss schmelzen. Zum Beispiel mit Ranger ranlaufen, Blendgranate rein, sind die Buden auch sofort leer, ne? Ihr Ende ist nah, General. Ich biete meine Hilfe jedem an. Hab Wochenende alle Teile durchgezockt. Viking Fighter, wirklich. Mega. Das feier ich. Leuchten. Sehen Sie es, General? Du bist wirklich ein echter Wikinger. Mega. Nee, wirklich. Wenn jemand Hilfe braucht oder wenn jemand sagt, ey Mensch, Ricky, kannst du mich mal an die Hand nehmen? Kannst du mir mal Alarmstufe Rot Remastered zeigen? Kannst du mir mal Alarmstufe Rot 2 zeigen? Können wir da einfach mal zusammen ein paar Matches spielen? Können wir einfach mal ein bisschen trainieren zusammen? Da bin ich der Letzte, der Nein sagt. Sehr, sehr gerne. Machen wir. Definitiv. Willkommen im nuklearen Winter, General. Vielen, vielen Dank für eure Rosen. Dankeschön, dass ihr das Rosenziel wieder voll gemacht habt. Neues Bauprojekt? Ich baue überall. Dankeschön für die ganzen neuen Follows. Kriegen wir einen besseren Platz. So, jetzt das Gerüst. Ja, ich würde sagen, wir greifen mal an, oder? Wir machen den Sack zu. Einheit verloren. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der Turm abwehrt. Schaut euch da jetzt das mal an, was der ballert. Guck mal. Ihr Ende ist nah, General. Aber wir haben zu viel. Wir sind zu stark. Wir sind unstoppbar. Hoffentlich funktioniert Ihr Radar, General. Wäre doch schade, wenn Sie das hier verpassen. Das wäre sehr, sehr schade. Aber zum Glück habe ich ein Radar. Nein, nicht den Hacker rausschießen. Nein. Ach, du Spielverderber. Mit denen hatte ich was ganz Besonderes vor. Das ist nur der Anfang, General. Der Anfang vom Ende. Dann habe ich ihn gleich nochmal als Strategiezentrum. Hier. Wir haben noch nicht mal Upgrades gemacht. Ich bin so euphorisch gewesen im Angriff. Nicht mal Upgrades. Einheit verloren. Energiesysteme aktiviert. Partikelkanone aktiviert. Einheit verloren. Bald leuchtet ihr Stützpunkt wie die Sonne. Ich glaube, deiner leuchtet gerade ein bisschen, hm? Ja, die Grafik ist mega, ne, Ingo? Bin ich auch. Tja. Einheit verloren. Ich glaube, wir haben diesen General niedergerungen, oder? Was sagt ihr? Schwerer Panzer, alles klar. Wir haben nicht mehr die größte Armee.
Aber wir haben 70.000 auf dem Konto. Wir können nachbauen ohne Ende. Ich kenne Ihre Schwächen, General. Sie können mich nicht aufhalten. Auch den Atomwaffengeneral haben wir erfolgreich bezwungen. Mega. Und hier kommt die Mutter aller Bomben für euch. Schaut hin. Diese Explosion ist für euch. Pfeift mit mir. GG. Sie haben gewonnen. In ein paar Sekunden hätte ich sie pulverisiert. Ja, na klar. Komono, danke für das GG. Susi, danke schön für das GG. Für dein erstes Geschenk auf TikTok, Susi. Danke schön vom Herzen. Toru, danke für die GGs. Wollen wir noch einen General machen? Ich bin mir unsicher. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wollt ihr, dass wir noch einen General bezwingen? Eins in den Chat. Lasst mal ein paar Likes da, bei 25.000 machen wir noch einen General. Ich schmeiß euch eine Wundertüte rein. Lasst mal die Herzen fliegen. Ich schmeiße noch eine Wundertüte für euch raus, meine Lieben. Für 20 Zuschauer eine Wundertüte. Wundertüte ist drin, läuft 10 Minuten. So. Noch haben wir 24.000 K. Jetzt haben wir 25.000 Likes voll. Vielen, vielen Dank. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Dankeschön an jeden, der hier heute Abend mit dabei ist. Command & Conquer, Generals, Stunde 0. Wir spielen gerade die Generalsherausforderung mit dem Laserwaffengeneral gegen den Rest der Welt. Wir gehen rein. Nächste Runde. Feechen, Dankeschön für das GG. Mich besiegen Sie nie, General. Willkommen, General. Was ist? Können wir anfangen? Oh, was ist das? Jetzt sehe ich ein Licht am Himmel. Seltsam. Oh Mann, tut mir leid, General, aber so sage ich nur mal Hallo. Na, viel Glück, General. Bei dieser Generälin musste ich heute sofort an Feechen denken. Das wird bestimmt die Generälin sein, die Feechen spielt. Das sage ich euch so, wie es ist. Wir spielen gegen die Superwaffen-Generälin und ich weiß, dass das hier ein hartes Brötchen wird. Und die Mucke pumpt richtig. Genau diesen Soundtrack brauchen wir hier. Let's go. Lasst uns das Ding rocken. Ach du Schande. Oh, Sie sind noch da, General. Ich bin wirklich beeindruckt. Tanzen wir? Lass uns tanzen, Baby. Los geht's. Salsa mal anders. Kasernen sind immer gut. Was haben wir hier? Zwei Ölis, gefällt mir sehr gut. Wir sind so ein bisschen auf einer Insel gefangen. Okay, was haben wir hier? Die Überwachungsdrohne hat sie, das stimmt. Hier haben wir nochmal eine Öli. Hier haben wir eine Partikelkanone. 3,5 Minuten, dann kommt die erste Partikelkanone. Oh, oh, oh. Okay, Challenge accepted, let's go. Sammeln wir mal die Kiste ein. Upgrade aktiviert. Wen spiele ich? Die Generälin Alexander. Gegen die wir hier gerade kämpfen. Autsch. Das war mies.
Wir warten auf Sie, General. Was machen Sie denn? Ah, die ist richtig, richtig gefährlich. Diese Frau hat's faustdick hinter den Ohren. Aber faustdick. Neues Bauprojekt? Ja. Das hat doch nicht wehgetan, oder? Boah, ist das fies. 2,5 Minuten, dann kommt schon die erste Partikelkanone hier rein. Und sie hat nämlich die Alpha Auroras und die sind so extrem stark. Das ist unglaublich. Macht bei unserer Wundertüte mit. Holt euch ein paar Münzen raus, meine Lieben. Zielsysteme sind online. Allzeit bereit. Sie denken, ich verstecke mich. Nein, ich treffe Vorbereitungen. Das glaube ich dir sogar. Suchen wir einen besseren Platz. Sind Sie jetzt erstmal zufrieden? Erstmal brauchen wir ein stabiles Ökosystem an Energie. Der Krieg ist kein Zuckerschlecken, General. Upgrade aktiviert. Keine Angst vor dir. Taktische Laser online. Ist natürlich die Frage. Es ist wirklich die Frage, wie wir hier jetzt am besten Fuß fassen. Weil die wird mit ihren Alpha Auroras ständig kommen. Das ist super schwierig. Wir müssen versuchen, den Stützpunkt so hoch zu ziehen, dass die mit der Partikelkanone höchstens ein Gebäude niedersmashen kann. Das wäre optimal. Aber hier müssen wir nämlich gleich rüber. Sie wissen nicht, was ihr erwartet, stimmt's? Nee, bisher noch nicht so richtig. Einheit verloren. Christian, herzlich willkommen im Stream. Jawohl, Generals, mega gutes Spiel. Das seht ihr jetzt hier öfters. Hübsches Flugfeld, General. Aber halten Sie Ihre Flieger von meiner Partikelkanone fern. Macht dich schon nervös, ne? Was gibt's zu tun? Geh an die Arbeit. Avenger. Neues Bauprojekt. Taktische Laser online. Defensive Laser. Zielerfassungssystem bereit. Da oben haben wir noch eine Partikelkanone, da haben wir noch eine Partikelkanone. Die hat einen riesen Stützpunkt. An ihrer Stelle würde ich angreifen, General. Wenn Sie warten, feuere ich noch eine Superwaffe ab. Wir müssen erstmal schauen, wie wir dann hier rüberkommen. Also hier müssten wir uns eigentlich sputen. Die Insel müssten wir eigentlich schnellstmöglich erobern, sage ich euch so, wie es ist. Eigentlich mit Aurora. Taktische Überlegenheit ist alles, General. Moment, ich zeig's Ihnen. Hier ist Nachschublager raus. Genau so wie sie es gerade bei uns macht. Nachschublager raus. Nicht in die Flammen fahren. Abbrechen. So, jetzt das Gerüst. Suche feindliche Flugeinheiten. Analysieren Sie Lasersysteme. Wir versuchen es mal mit einer. Meine beste Superwaffe ist mein Gehirn. Finden Sie nicht auch, General? Wir machen es mit einem Alpha, mit einem Aurora-Bomber, weil der wird nicht zurückkommen. Aber meine Hoffnung ist, dass sie dieses Nachschublager nicht nachbaut auf dieser Insel, weil sie keinen Bulldozer drüben hat. Und wenn sie hier keinen Bulldozer hat, haben wir dieses Nachschublager dann. Na, 21.000, jetzt kommt sie erstmal mit Comanches, wie es aussieht. Augen und Ohren müssen wir offen halten. Hier haben wir auch noch ein Lager. Nöli. Muss man einen nehmen. Zielerfassungssystem bereit. Ganz, ganz wichtig. Lach mal, grüß dich. Hi, ich kann dir helfen bei Generals auf Windows 10. Defensive Lasersysteme. Das wird wahrscheinlich direkt mit einer Fehlermeldung starten. Nur lach mal, du brauchst da eine Konfigurationsdatei brauchst du von mir. Vom Schlachtfeld langweilen? Und dann startet das Spiel. Weil bei Windows 10 können nicht alle Ordner geschrieben werden, die Generals braucht. Und wenn ich dir die Datei gebe, dann startet das Spiel sofort und dann geht alles. Musst du mir mal auf Discord schreiben, bitte. Flock, herzlich willkommen im Stream. Pure Nostalgie, oder? Mega. Das sag ich dir. Da kann ich nichts bauen, Sir. Es wird schon. Wir sind nicht zu Orten. Ich denke, wir bräuchten 2 Stück. Das sind natürlich 5000 Kröten weg, ne? Könnten auch versuchen, erstmal die EMP-Partikel, die EMP-Patriot-Stellungen, die sind extremst effektiv gegen Flugzeuge. Also da wird keiner zurückkommen.
Das ist super heftig, ist das. Sie leben über ihre Verhältnisse, General. Kommen die Livestreams Kann auf YouTube? Kann es sein, dass sie ihre Ressourcen verschleudert haben? Weiß ich noch gar nicht, ob die Livestreams auf YouTube kommen, mein lieber Komono. Muss man mal schauen. Einheit verloren. Hier kommt kein Aurora mehr zurück. Na gut, wir versuchen's. Aurora einsatzbereit. Was gibt's zu tun? Wir bauen mal noch ein Ersatzflugfeld. Hübsche Basis, die Sie da haben, General. Hoffentlich sind Ihre Gebäude weit genug voneinander entfernt. Man kann schließlich nie wissen. Ja, das stimmt. Man kann wirklich nie wissen. Weiterarbeit. Zielsysteme sind online. Zielerfassungssystem bereit. Endlich, Herr. Wir sind nicht zu orten. Bis jetzt läuft alles nach Plan. Bis jetzt scheint alles nach Plan zu laufen. Defensive Lasersysteme. Raum, Rückzug, Rückzug, Rückzug. Voilà, fertig. Bin unterwegs. Analysiere Geländeeffekte. Roger. Sehr schön, klasse. So, jetzt versuchen wir nämlich was. Jetzt wird mal gucken. Wir haben die Raketenabwehrsysteme installiert. Jetzt schauen wir mal, wie viele Auroras wir für eine brauchen. Eine. Zwei Granaten. Die standen da nicht ohne Grund. Okay. Warnung, also, Partikelkanone aktiviert. Nicht auf mein Flugfeld. General, unsere Basis wird angegriffen. Einheit verloren. Also wenn wir es clever anstellen. Und ihr habt eure Münzen bekommen aus der Geschenktüte. Sehr schön. Viel Spaß mit den Münzen. Wer will, kann sehr, sehr gerne ein Teamherz hier lassen. Dankeschön. Okay. Guter Untergrund. Das heißt, wir versuchen jetzt an diese Partikelkanone langsam ranzukommen. Und zwar so, dass wir keine Aurora-Bomber verlieren. Ich habe Ihre Taktik analysiert und frage mich, haben Sie überhaupt eine Taktik, General? Sehr gut. So muss es aussehen. Was haben Sie hier zu suchen, Eindringlinge? Wir werden das ganz souverän runterspielen hier. Wir sind die Besten. Übernehmen neue Position ein. Machen mal mehr Sammeln-Upgrade. Wir sind nicht zu Ort. Gleich haben wir 4 Auroras, das ist hervorragend. Durchbrechen die Schallmauer. Ich fürchte, Sie haben für dieses Gebiet keine Sicherheitsfreigabe. 3 Partikelkanonen, 2 Minuten 30. Es wird immer mehr. Wird schwierig. Aber wir schaffen das. Überlegen Sie, ob es klug ist, mich anzugreifen, General? Oh, das war schon sehr, sehr knapp mit den Avengers. Als nächstes müssen die Avengers raus. Wir durchbrechen die Schallmauer. Überschallflugzeug. Mal schauen, ob eine Granate reicht. Und? Jo, eine reicht. Hervorragend. Jetzt den hier unten noch. Wer war für diesen Sektor verantwortlich? Der stand sogar hinterm Busch. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich gleich die erste Partikelkanone eliminieren. Das ist Gold wert. Welcher Teil ist das? Command & Conquer General ist die Stunde 0. Sie sollten mich nicht unterschätzen. Komplett ungeschnitten. Mein Uncut-Patch findet ihr über Google. Alle Einheiten, Angriffsmuster Alpha. Kleiner Scherz. Alpha sagt doch heute kein Mensch. Einfach Command & Conquer Generals 100% Uncut googeln und dann kommt ihr auf den General Ricky. Könnt euch das kostenlos runterladen, das Ganze. Könnt ihr auch ungeschnitten spielen, so wie sich das gehört. Es läuft bisher recht solide, was wir hier machen, Einheit muss ich sagen. Verloren. Warte mal, nicht hierhin. Aktiviert. Nicht hierhin, das erwischt sonst die Partikelkanone. Gehen an Leistungsgrenze. Wir sind nicht zu durchbrechen die Schallmauer. Sind über dem Ziel. Bomben ausklinken. Und minus eine Partikelkanone. Ich wollte sie nicht so hart anpacken, General, aber langsam werden sie lästig. Einheit verloren. Hervorragend. Upgrade aktiviert. Hey, lassen Sie meine Männer in Ruhe.
Jetzt kommt der nächste Partikelangriff. 30 Sekunden noch. Aurora einsatzbereit. Bombenschacht geöffnet. Überschallflugzeug. Flugroute bestätigt. Dieses Depot ist leer. Aber wir haben nichts mehr zu sammeln. Wir müssen jetzt mit unseren Abwurfzonen uns arrangieren. Sehr schön. Sehr, sehr gut sieht das alles aus. Warnung, Partikelkanone aktiviert. Beide aufs Kraftwerk, sehr gut. Schöner doppelter Strahl. Gucken wir uns gerne an. Ein S wie Siegfried wurde gezeichnet. Und jetzt nehmen wir uns das hier oben vor. Wie viel haben wir noch zu sammeln? 12.000. Ah, ist okay, raus aus meinem Stützpunkt, General. Sonst lernen Sie meine Partikelkanone kennen. Na, Füße nass? Hoffe, eure Socken sind wasserdicht. Aurora einsatzbereit. So, hier kreisen wir schon. Jawohl, perfekt. Sehr, sehr gut. Hier muss man aufpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also hier ist wirklich die Abwehr gegen Luft ist hier horrend. Muss man aufpassen. Das können wir nicht so einfach machen. Es ist natürlich die Frage, ob wir jetzt All-In gehen wollen. Ob wir so ein bisschen auf Verluste gehen. Oder ob wir sagen, wir spielen weiterhin so verlustfrei wie bisher. Weil wir haben, glaube ich, bisher noch nicht einen einzigen Aurora verloren. Wird sich aber höchstwahrscheinlich gleich ändern. Marvin, herzlich willkommen, grüß dich. Nico, einfach bestes Spiel. Yes, General, es ist Liebe, oder? Es ist wirklich Liebe. Und wir spielen die ganzen Kampagnen komplett auf schwer, mein lieber Nico. Wenn du Bock hast, lass ein Follow da und verfolge meine Livestreams. Hier wirst du mit Echtzeitstrategie versorgt ohne Ende. Sehr schön. Nehmen wir uns direkt den Lümmel hier raus. Aurora einsatzbereit. Überschallflugzeug. Genau, wenn ihr selber zocken wollt, Tipps und Ratschläge braucht, einfach unseren Discord beitreten, auf mein Profil gehen. Wenn ihr Aufzeichnungen sehen wollt von schon gespielten Kampagnen auf schwer, guckt gerne auf meinen YouTube-Kanal. Lasst da sehr, sehr gerne ein bisschen Liebe da. Ich möchte das Echtzeit-Strategie-Genre wieder zum Leben erwecken, das ist meine Mission. Und jeder Support, jede Sekunde, die ihr zuschaut, jeden Like, den ihr verteilt auf Social-Media-Plattformen, hilft uns, dieses Genre wieder groß zu machen, meine Lieben. Einheit verloren. Haltet euch das vor Auge, seid euch dessen bewusst. Wir, die Community, sind das Stärkste. Wir sind das wertvollste Gut für alle Entwickler von Echtzeitstrategiespielen. Und wir können das Ding, die Maschinerie, wieder zum Laufen bringen. Glückwunsch, General. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr sehr, sehr gerne auch meine YouTube-Videos liken, angucken, nebenbei laufen lassen. Und kommentieren. Alles klar. Bin dankbar für jegliche Unterstützung. Wir warten auf Sie, General. Ach, du wartest auf mich? Du wartest auf mich, wirklich? Na okay, wenn du auf mich wartest, dann komm her. Dann machen wir doch mal was. Einheit verloren. Das ist mein Stützpunkt. Verschwinden Sie. Was sagst du dazu? Ich hasse unerwünschte Gäste, General. Na, wo ist die 4? Wo ist die 4? Aktiviert. Komm. Überschallflugzeug. Unsere Nummer 4, wo ist sie? Komm, du wirst zur Legende. Let's go. Anvisieren und ausklinken. Nichts für ungut, General. Aber auf dem Boden ist es viel sicherer. Sehr gut. Eine so Partikelkanone. Viele Truppen, General. Oh. Die wollen Sie doch nicht etwa gegen mich einsetzen, oder? Jetzt macht sie Musik. Jetzt macht sie richtig Musik. So, jetzt das neue Bauprojekt. Das wird schon. Oh, neue Auroras. Einheit. Wir brauchen verloren. Dieses Lager hier nicht. Nein, nee, brauchen wir nicht. Wir regeln das anders.
Wir regeln das mit Abwurfzonen. Ganz, ganz souverän. Die alte Schule Abwurfzonen. Und jetzt bauen wir mal selber eine Partikelkanone, oder? Ja, komm, wir gönnen jetzt richtig. Suche feindliche Flugeinheiten. Zielsysteme sind online. Spielst du die Challenge heute komplett? Sie wissen nicht, was ihr erwartet, stimmt's? Ich weiß nicht, wie viele Generäle nach ihr noch kommen. Ich würde eigentlich sagen, wir können auch gerne morgen weitermachen, ne? Also. Wir brauchen ja nicht übertreiben, wir haben ja jeden Tag, ne? Und ich muss das ja auch durchhalten, diese 30-Tages-Challenge. Also ich kann nicht jeden Tag 5-6 Stunden live sein, nach meinen Doppelschichten. Ich habe auch noch einen vollgepackten Tagesablauf jeden Tag, meine Lieben. Das halte ich nicht mehr aus in meinem Alter, tut mir leid. Dafür bin ich zu alt. Christo, grüß dich, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Stream. Einheit verloren. Na, ich merke schon, meine Stimme ist schon wieder recht angeschlagen. Ich brauche dann erstmal eine Pause. Wir sind nicht zu Ordnung. Wir durchbrechen die Schallmauer. So, pass mal auf, was wir jetzt machen. An ihrer Stelle würde ich angreifen, General. Angreifen? Wenn Sie warten, feuere ich noch eine Superwaffe ab. Mach ich, let's go. Zeig mir mal, was du noch abfeuern willst. Erwarten Sie nicht, dass ich Sie zum Tee einlade. Hälfte ist weg. Einheit verloren. Oh, die haben sich geopfert. Autsch. Da kommen unsere Trüffelgräber. Einer ist down, zwei sind down. Ah, knapp. Schnell ins Lager. Greif an. Sie repariert. Wir brauchen mehr Auroras. Bau. Ja, rauf hier. Komm. Wettlauf gegen die Zeit. Meine beste Superwaffe ist mein Gehirn. Wirst du zur Legende? Joachim, die Legende. Zack, weg ist er. Mega. Hammermäßig. Hätten Sie das noch gebraucht? Haben sie abgesetzt, muss man aufpassen. Jetzt muss man ganz schnell reagieren. Einheit verloren. Jetzt haben sie nämlich hier abgesetzt bei uns in einem Stützpunkt. Schmeiß mal deine Mumpel da rein. Beeil dich. Volltreffer, sehr gut. Sniper hier muss man rausnehmen. Er wird frech. Komm, den kriegen wir. Wollen Sie mich mit Ihrer Taktik vom Schlachtfeld langweilen? Sehr gut. Okay, jetzt kommen sie wieder mit mehreren Angriffswellen. Jetzt legt sie es wieder drauf an mit ihren Alpha Auroras. Als nächstes müssen wir auf ihre Flugfelder gehen. Kohle haben wir noch ein bisschen, das reicht erstmal. Wir haben sowieso hier eine Insel. Brauchen gar nicht so viele Humfies. Die setzen wir jetzt hier hinten hin, zur Abwehr. Verteilen die so ein bisschen mit Wachenmodus. Ja, die kriegen wir so nicht schnell abgewählt. Die Alphas kriegen ihre Mumpel geworfen, so viel steht fest. Jetzt müssen wir schauen, dass wir ein bisschen Damage machen. Wir nehmen jetzt ihr Flugfeld raus. Wer nicht planen kann, muss fühlen, General. Denken Sie darüber nach. Neues Strategiezentrum brauchen wir. Verteidigung sein. Ha, wieso ausgerechnet mein Flugfeld? Plattwalzen, sehr gut. Haben wir gesehen, haben wir schnell reagiert. Suche feindliche Flugeinheiten. Jetzt kommt sie nämlich. Zielsysteme sind online. Einheit verloren. Zielerfassungssystem bereit. Was gibt's zu tun? Unsere Basis wird angegriffen. Sehr gut, nimm die Drohne raus. Sehr gut gemacht, klasse. Sehr schön, ihr Flugfeld müsste rausgeschossen sein. Jawohl. Narren preschen vor, General. Ich lasse mir Zeit. Zu sammeln haben wir leider nichts mehr. Einheit verloren. Will jemand mit? Steht das in irgendeinem Channel? Nee. Also, ich bin auch am überlegen, dass ich dafür auch mal eine Anleitung mache. Wie man sich Generals richtig einrichtet. Und vor allen Dingen wird es auch in Kürze ein YouTube-Video geben, wo ich das Schritt für Schritt erkläre, wie man das Spiel 100% uncut macht. Und dann auch mit Full-HD-Auflösung spielen kann.
auf Windows 10, Windows 11, da muss ich mich ransetzen. Partikelkanone bereit. Ist allerdings nochmal ein ganz schöner Aufwand. Aber es ist auf jeden Fall in Planung. Sie sollten mich nicht unterschätzen. Das ist definitiv in Planung, könnt ihr euch drauf freuen. Die Drohne hier nehmen wir natürlich raus. Kannst dich nicht verstecken vor mir. Und vielen, vielen Dank für eure Follows, Steve und Marvin. Dankeschön. Einheit verloren. Avenger, alles bewachen hier. Die Hütte nehmen wir uns jetzt erstmal ein. Einheit verloren. So, was würde denn bei dir im Knie zwicken? Ich habe ihre Taktik analysiert und frage mich, haben Sie überhaupt eine Taktik, General? Ich habe eine Taktik, ja. Ich habe eine sehr, sehr gute Taktik. Einheit verloren. Ein Bulldozer, zwei Bulldozer. Ich sehe nur zwei Bulldozer von ihr. Wir durchbrechen die Schallmauer. Aurora einsatzbereit. Wir durchbrechen die Schallmauer. Einheit verloren. Wenn wir diese zwei Bulldozer rauskriegen und die Kommandozentrale. Den haben wir erwischt. Dann kann sie sich nicht mehr aufbauen. Den zweiten haben wir erwischt und hey, jetzt muss die Kommandozentrale raus. Wer hat Ihnen erlaubt, sie zu benutzen? Jetzt muss die Kommandozentrale raus. Komm, mach Damage, mach Damage, mach Damage. Ja, und so Benzinbombe kommt, sie fliegt. Ihre Respektlosigkeit ist unerträglich. Kommandozentrale ist raus, Strategiezentrum ist raus. Zwei Bulldozer sind raus. Sie sollte sich nicht mehr erholen können. Alles, was wir jetzt rausschießen, ist auch rausgeschossen. Als nächstes geht's auf ihren Flugplatz. Das war ein ganz, ganz wichtiger Schachzug. Das war super wichtig. Sehr, sehr gut. Was haben wir denn hier? Ist hier noch was? Ach, da haben wir noch eine Abwehrstellung. Sie sollten mich nicht unterschätzen. Ja, jetzt müssen wir nämlich auch Flugzeuge raussnacken. Aber ganz, ganz schnell. Erstmal die Abwehrstellung hier. Einheit verloren. Mir fällt auf, in Alarmstufe Rot 2 nehme ich die Black Eagles und in Generals nehme ich die Alpha Auroras. Mir fällt ein Muster auf, ja? Chris, das fällt mir auch bei dir auf, ein Muster. Du bist ein richtig gewiefter General. Mutter aller Bomben-Upgrade machen wir natürlich. Ein paar Avengers zur Luftabwehr. So, mit Raptor können wir auch schon ein bisschen Musik machen. Einheit verloren. Die Raptoren, die können nämlich Luft und Boden angreifen. Heißt quasi, ist auch eine gute Flugzeugabwehr. Nee, die Uncut-Version, da habe ich mich damals selber rangesetzt. Habe ich schon vor, boah, damals, wo das rauskam, Generals in Stunde 0. Vor über 20 Jahren habe ich das schon gemacht. Ich habe das jetzt alles nochmal remastered quasi für die aktuelle Steam-Version, Ultimate Collection. Alles geprüfte US-Qualität. Hilfsgüter sind unterwegs. Das wird schon. Dann habe ich noch einen Graphic-Mod rausgebracht für Generals und Stunde 0. Wo quasi die visuellen Effekte der Explosion richtig geil überarbeitet werden. Könnt euch alles kostenlos runterladen. Für alle was dabei. Bam, bam, für das dann, dann. Einheit verloren. Geistes Soundtrack, oder? So, jetzt drehen wir hier mal unsere Kreise. Als nächstes müssen ihre Kraftwerke weg. Das wäre noch richtig episch. Allzeit bereit. Ihre Kraftwerke müssen als nächstes weg. Da kann ich nichts bauen, Sir. Neues Bauprojekt? Leider Arbeit. Was gibt's zu tun? Guter Untergrund. Will
Upgrade aktiviert. 1, 2, 3, 4. So gefällt mir das. Okay, da fangen wir mal an. 1, 2, 3. Dann habe ich mir gedacht, dass da Comanches kommen. Dann brauchen wir schnell unsere Raptors. Upgrade aktiviert. Alles unter Kontrolle. Double Kill, Baby. Boah, der wurde trotzdem noch runtergeschossen. Unglaublich. Heftig. Gibt's hier Verbündete? Ich lege das Fundament. Oh ja, bauen wir einen Laserturm hin, dann reicht das. Es kann losgehen. Oh, das sieht ziemlich mitgenommen aus. Jetzt machen wir sowieso ihr Flugfeld weg. Partikelkanone aktiviert. Einheit verloren. Ja, noch hat sie Energie. Aber gleich nicht mehr, keine Sorge. Bulldozer. Ha. Einheit verloren. Hat sie wirklich keine mehr. Nichts mehr. So. Dann haben wir das. Einheit verloren. Okay, also die Insel, die ist mir noch ein Dorn im kleinen Zeh, muss ich sagen. Muss man mal schauen, dass wir den rausgezogen bekommen. Wir nehmen uns... Also ich bin gerade am überlegen, was am effektivsten ist. Pascal, schön, dass du da bist. Danke für dein Follow. Und André und Feechen, vielen, vielen Dank für eure Rosen. Christian, danke für die Feuerherzen. Dankeschön für die Teamherzen. Ihr seid wirklich absolut klasse. Suche feindliche Flugeinheiten. Bin unterwegs. Einheit verloren. Wir machen erstmal die rechte Seite hier sauber, okay? Ich glaube, das wäre ganz gut. Wir warten auf Sie, General. Was machen Sie denn? Ich bin gleich da, keine Sorge. Es knallt gleich. Stift, grüß dich, hi. Man kann es auch online spielen, Command & Conquer Generals. Einheit jawohl. Verloren. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt das Redmin-Netzwerk, da habe ich auch einen Server. Könnt ihr kostenlos beitreten. Es gibt... über Game Ranger die Möglichkeit. Es gibt, glaube ich, noch eine dritte Möglichkeit. Es gibt viele Möglichkeiten, gemeinsam online Command & Conquer zu spielen. Jawohl. Aurora einsatzbereit. Wir sind nicht zu Orten. Wir bauen mal dezent eine Handvoll Comanches, okay? Ich denke, das ist eine gute Idee in dieser Mission. Sie hier. Denken, ich verstecke mich. Nein, ich treffe Vorbereitungen. Könntest mal die Vorbereitung treffen, alles zu verkaufen. Einheit verloren. Das wäre eigentlich recht sinnvoll. Wir warten jetzt auf unsere Partikelkanonen. Dann knipsen wir ihr den Strom aus. Und dann gehen wir all in. Das ist mein Schlachtplan. Einheit verloren. Ich habe noch das Original mit CD. Oh, das ist mega Stift. Also ich empfehle dir, wenn es gerade nicht reduziert ist, den Zwanni in die Hand zu nehmen und dir auf Steam die Ultimate Collection zu kaufen. Sie wissen nicht, was ihr erwartet, stimmt's? Command & Conquer Ultimate Collection auf Steam. Das solltest du dir definitiv holen. Und dann kannst du wirklich alles machen. Das empfehle ich dir. Also diesen Zwanni ist es auf jeden Fall wert. Aber auf CD kannst du es auch installieren und dann den Gen Patcher rauf oder das Gen Tool. Ne, auch natürlich die neuesten Patches, damit es auf der Version 1.06 ist. Bei Generals oder 1.08 bin ich mir gerade unsicher. Und bei Generals Stunde 0 müsste es Version 1.04 sein. Und wenn du das dann normal gepatcht hast, dann den Gen Patcher rauf und das ganze Ding patchen. So, los geht's. Jetzt gibt's Partikel-Action. Mal gucken, was sie jetzt sagt. An ihrer Stelle würde ich angreifen, General. Wenn sie warten, feuere ich noch eine Superwaffe ab. Was sagst du denn dazu? Erstmal 6 Kraftwerke raus.
lecker Schmecker. Sehr gut. Mutter aller Bomben noch nicht. Die hat mir noch ein bisschen zu viele Kraftwerke. Einheit verloren. Die nehmen wir auch noch raus. Dankeschön, dass ihr das Rosenziel fast voll macht. 5 Rosen fehlen nur noch. Vielen, vielen Dank, Feechen. Ganz, ganz großes aktiviert. Kino. Ich habe eine ungeöffnete CD vom Einheit normalen verloren. Generäle. Vom normalen Generäle, Klausi, oder von meine Generals? Beste Superwaffe ist mein Gehirn. Finden Sie nicht auch, General? Weil ganz, ganz kurz kam nämlich die unzensierte Version in den Handel. Und die hieß noch Generals. Und Generäle ist schon das Zensierte. Und wenn du noch Generals hast, dann ist das auf jeden Fall ein Stück fürs Museum. So viel steht fest. Generäle Premium Edition. Okay, leider ist zensierte. Also ich müsste noch das normale Generals haben, beziehungsweise mein Vater müsste das noch rumfliegen haben. Aber die CD hat natürlich schon einige Gebrauchsspuren, weil damit hunderte, tausende Matches gespielt wurden, ne? Das sieht man dann bei CDs irgendwann an. Wollen Sie mich mit Ihrer Taktik vom Schlachtfeld langweilen? Weiß ich nicht, ob dir mein nächster Angriff nicht doch ein bisschen Spaß verleiht, meine Liebe. Schau mal. Einheit verloren. General, sehen Sie, da erobert jemand Ihre Gebäude. Hat nicht funktioniert, was? Hier erobert niemand meine Gebäude. Niemand. Und als allerletztes du. Oh, schade. Berg erwischt. Lasergesteuerte Raketen installiert. Überschallflugzeug. Wir haben bisher jede Generalsherausforderung bei dem ersten Versuch erfolgreich abgeschlossen. Meine Lieben, könnt ihr euch das vorstellen? Jede Generalsmission haben wir beim ersten Versuch am heutigen Abend erfolgreich bezwungen. Mega. Falsches Gebäude, falsches Gebäude. Nicht so weit reinfliegen. Flieg, 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 flieg. Power, power, power. Rette dich. Ab nach Hause. Ab nach Hause, mein Lieber. Was macht ihr denn? Einheit verloren. Verdient. Ach, klasse. Hier oben noch das Kraftwerk raus. Narren preschen vor, General. Ich lasse mir Zeit. Nee, hab nachgeschaut. Ist das unzensierte Generals. Mega, Klausi. Also das ist richtig Gold wert. Das kannst du... Oh! Schaut mal, was wir hier haben. Wollen wir angreifen? Wollen wir wirklich angreifen? Reicht noch nicht, oder? Reicht noch nicht. Wie heißt das Spiel? Command & Conquer. General ist die Stunde 0. Was? Sie hat verkauft! Sie haben gewonnen. Partikelkanone bereit. G! Das G. ist nicht fair. Noch eine Superwaffe und ich hätte gewonnen, General. Holen Sie mich nochmal heraus, wenn Sie sich trauen. Sie hat wirklich verkauft. Und in dem Moment macht unser Tobi unser Live-Ziel voll. Vielen, 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 vielen herzlichen Dank, Tobi, dass du nochmal unser Rosenziel voll gemacht hast. Liebe geht raus. Dankeschön. Vom ganzen Herzen. So, meine Lieben, ich würde sagen, für heute ist Feierabend. Ab ins Bett mit euch. Ich bin morgen um 19 Uhr wieder live und dann spielen wir hier weiter. Ich bedanke mich vom ganzen Herzen für den absolut krassen Support. Wenn euch der Stream gefällt, wenn ihr morgen wieder dabei sein wollt, macht euch einen kleinen Reminder, lasst noch ein Follow hier. Ja? Sagt euren Kumpels Bescheid, wenn ihr jemanden kennt. Wenn ihr Bock habt, geht auf mein Profil, guckt euch das letzte Video an, schreibt einen Kommentar rein. Ich schmeiß jeden Tag einen richtig geilen Clip raus. Da freue ich mich immer über jedes Herz, über jeden Kommentar, über jedes Speichern. Und lasst uns die Echtzeitstrategie wieder groß machen.
Ich bedanke mich vom ganzen Herzen an jeden Einzelnen. Geht hier echt ein richtig großes Dankeschön fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Was ist denn morgen unser General? Prinz Khazad. Okay. Das nimmt kein gutes Ende, General. Und wieder ein gefallener Held. Das gilt auch für Sie, General. Keine Warnung, keine Gnade. Das ist unser... Noch können Sie Ihr Leben retten, General. Das ist unser morgiger Gegner und ich bin sehr gespannt, ob wir auch diesen im ersten Versuch knacken werden. Akzeptieren Sie Ihre bittere Niederlage und gehen Sie mir aus den Augen, General. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich bedanke mich für jeden Follow, für jede Rose, für jedes Tappen, für jedes Like. Dankeschön, dass so viele von Twitch rübergekommen sind und ebenfalls den Abend mit uns gemeinsam genossen haben. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Freue mich auf morgen. Und ich bin gespannt, ob wir das morgen auch weiterhin so schaffen. Jede Mission beim First Try. Denno, dankeschön, dass du bis zum Ende dabei warst. Komono, wir sehen uns im nächsten Livestream. Bachem, Fächen, Klausi, also das war wirklich ein richtig epischer Auftakt. Vielen, vielen herzlichen Dank für alles. Klausi, Elsa, Ingo, Mistress, Christo, Lachmal, Maurice, Nico, Sebastos, André. Gute Nacht, schlaft schön. Haut nochmal einen Salut in den Chat, meine Lieben. Salut, Rekrut. Euer General Ricky verabschiedet sich. Gute Nacht. Und vielen, vielen Dank für die ganzen Follows, auch auf Twitch. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ich mach nochmal einen Applaus an für euch. Der Applaus ist für euch. Gute Nacht. Da kommt er. Schieß ihn ab. Schieß ihn ab, guck mal, Bleifuß. Bleifuß, Johnny ist wieder da. Es ist doch nicht dein Ernst, dass der einfach durchfährt durch eine ganze Panzerarmada. Was ist das für eine Mission? Hä? Was ist das für eine blöde Mission? Ja, mal schöne Apokalypse-Panzer. Meiner Meinung nach die stärksten Panzer des Games mit Abstand. Da kommen sie, die Harrier. Er will die Atomrakete rausnehmen und... Oh! Hat er geschafft! Mistress nimmt hier die Superwaffen raus. Er ist kein Fan von Superwaffen. Er denkt sich, Superwaffen, nicht mit mir. Nein! Nein, meine Juris! Aua! Dass sie wieder in die Steinzeit gebeamt. This just in, police officers in Lancaster, Pennsylvania, were asking people to be on the lookout for a man who robbed a store. And I think, yeah, I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. Okay, this is the guy. They wanted people in Pennsylvania to be out on the lookout for. He's got, he's got a nose and some hair that goes like that, and he was wearing a hat at the time of this particular. Wehrt sich gut. Kann man machen, kann man machen. Leute, das ist geil, ne? Wow. What the hell? Dass die wirklich auch über Wasser kommen. Was ist das denn hier? Was ist das denn? König Oni? What the hell?
Hier kommt ein König? Macht alles Schrott. Der rennt weg. Killt den, killt den, killt den. Komm, komm, komm. Los, yo. Da kommt noch einer. Wer ist denn hier gerade live alles mit am Start? Eins in den Chat. Wer möchte in dieser Aufzeichnung, in diesem VOD hier mit den Entwicklern von den Coast Games verewigt sein, namentlich? Mistress, Josie, SBK, Fabi, Gamebot, Quotenbayer, Baredena, Der Flo, Zauberfee, Komono, dann Septem, Der Baumi. Haben wir einen dunkelblauen Namen, den ich nicht lesen kann? Kira Miriteki. Grüß dich, hi. Tobbits ist auch mit am Stissel. Grandy. Sturzpilot Niklas. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Mega. Ist Matschfahren besser als Erschießen? Was sagt ihr? Weiß es nicht so richtig. Komm, wir fragen die mal. Keine Antwort bekommen. Na gut. Schon mal Tanja kennengelernt? Schau mal, ich stelle sie dir heute vor. Prinz! Prinz! Headshot! Ratz! Matz! Schmatz! Das ist Tanja. Oh, ihr habt Bock? Du hast oben deinen Stützpunkt verloren, mein Lieber. Er ist komplett weg. Nochmal, komplett weg. 10.